Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen zur Auftaktveranstaltung der Zero Project Conference 2021. Ich begrüße Sie aus dem derzeitigen Sitzungssaal des österreichischen Parlaments. Diesmal nicht zu einer Präsenzveranstaltung so wie letztes Jahr, sondern als Online-Event konzipiert und Einhaltung von strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die uns aber ermöglichen, in dieser schwierigen Zeit trotzdem das wichtige Thema der heutigen Veranstaltung in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu bringen. Arbeit, Inklusion, Informationstechnologie, das sind Schlagwörter, die uns heute begleiten werden, die uns zeigen, dass es möglich ist, durch innovative Konzepte, durch tolle Projekte Menschen mit Behinderung in Beschäftigung zu bringen und damit ein Menschenrecht zu erfüllen. Und das ermöglicht, dass Menschen mit Behinderung gesellschaftliche Teilhabe auf allen Ebenen haben können. Mein Name ist Andreas Onea, ich habe selbst eine Behinderung und somit ist dieses Thema mir persönlich sehr am Herzen und damit auch die Freude, dass sich die Zero Project Konferenz diesem Thema widmet, als international großartige und anerkannte Initiative, aber auch, dass das österreichische Parlament sich diesem Thema annimmt und damit zeigt, dass es auch in Österreich gesellschaftliche Relevanz hat. Und vor allem die Pandemie, die vor allem die Digitalisierung als Beschleuniger aufgebracht hat, dass das genauso auch eine Chance sein kann, für Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wir freuen uns sehr, dass wir also trotzdem, trotz all den schwierigen Umständen hier im Parlament sein können und damit das positive Echo vom vergangenen Jahr fortführen können, unter anderen Rahmenbedingungen, aber trotzdem ein großes Danke, dass wir hier sein dürfen. Jetzt habe ich Sie daheim im Livestream begrüßt. Ich möchte natürlich auch alle Beitragenden, die hier im Parlament in limitierter Anzahl sozusagen zum Programm beitragen, begrüßen. Und da freuen wir uns auch, dass wir ganz besondere Ehrengäste bei uns haben und mit uns haben. Und ganz am Anfang natürlich den Herrn des Hauses, den Präsidenten des Nationalrates, Magister Wolfgang Sobotka. Herzlich willkommen und natürlich auch ein Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns aber auch, dass wir eine Top-Besetzung in der Keynote-Speaker-Liste haben. Und da möchte ich begrüßen den Bundesminister für Arbeit, Magister Dr. Martin Kocher. Herzlich willkommen. Und auch den Gründer der Essel Foundation und Initiator des Zero Project Initiativen, also auch mitverantwortlich für all das, was heute passiert, Kommerzialrat Martin Essel. Herzlich willkommen. Aber wir haben auch internationale Speaker für Sie vorbereitet und eingeladen und zugeschalten. Freuen wir uns, dass wir den CEO der Barclays Bank mit uns dabei haben werden, nämlich Ashok Vaswani. Welcome, herzlich willkommen, falls er uns schon im Livestream hört. Wir freuen uns aber auch, dass die Parteien und die Politik sich sozusagen diesem Thema annimmt und widmet und begrüßen die Bereichssprecherinnen für Menschen mit Behinderung. Kira Grünberg, Abgeordnete zum Nationalrat der ÖVP. Herzlich willkommen. Magistra Verena Nussbaum, Abgeordnete des Nationalrats der SPÖ. Sie wird live zugeschaltet sein. Und Fiona Fiedler, Abgeordnete des Nationalrats der NEOS. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auch, dass wir den Direktor des Parlaments, Dr. Harald Dossi, begrüßen dürfen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir, wie gesagt, hier sein dürfen und natürlich alle Vertreterinnen der Interessensgemeinschaften und auch Sie alle, die über den Livestream zugeschaltet sind. Wir werden Ihnen heute also Projekte vorstellen und zeigen, was national und international schon alles funktioniert und vielleicht das sogar als Inspiration dienen kann, um in Österreich vergleichbare Projekte zu etablieren, die genauso einen Einfluss haben auf die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Aber zu Beginn wollen wir uns auf die Begrüßungsworte von Nationalratspräsident Magister Wolfgang Sobotka freuen. Meine Damen und Herren, vor allem, wo Sie im Livestream zugeschaltet sind, ich freue mich und ich denke, es sind sehr viele, sehr weit verbreitet, die letzten Endes einmal mehr dokumentieren, dass sich in Zeiten wie diesen Veranstaltungen auch durchführen lassen und durchaus Resonanz finden. Und so hoffe ich, dass Sie als Zuseher oder als Zugeschaltete auch noch dementsprechend einen Beitrag leisten, das, was wir heute hier auch präsentieren können, zu verbreiten. Ich darf mich zu Beginn ganz herzlich bedanken
bei dir, lieber Martin Essl, und deinem Team, sei es von der Essl Foundation oder von Zero Project, die die Veranstaltung möglich gemacht haben. Es war sicherlich ein verstärkter Aufwand, das zu tun. Es hat vieles benötigt, um im Vorhinein schon in der Frage der Logistik die notwendigen Maßnahmen zu setzen, die uns heute ermöglichen, wirklich auch alles zusammenspielend hier erleben und mitgestalten zu dürfen. Ich freue mich, dass wir unseren Arbeitsminister hier bei uns haben, denn heute ist das Thema, im Vorjahr war es die Bildung, heute geht es darum, die Inklusion am Arbeitsmarkt dementsprechend darzustellen. Und das ist heute mehr denn je in diesen Zeiten ein ganz ein wesentliches Thema, die Digitalisierung, die ja durch die Pandemie 2020 einen derartigen Schub gemacht hat, soll nicht weiter zu einem Exklusionsfaktor werden, sondern eine neue Inklusion ermöglichen. Und ich denke, die Projekte heute haben das in ganz besonderer Art und Weise zum Ziel, und auch das österreichische Parlament fühlt sich dem verpflichtet. Ich freue mich, dass die Sprecher für Inklusion und Behinderte auch hier bei uns hier im Saal beziehungsweise zugeschaltet mit dabei sind. Es ist ein Anliegen aller Parteien, diese Inklusion im Parlament voranzutreiben. Und so soll auch unser Haus hier, aber dementsprechend dann, wenn wir wieder ab 2022 rückübersiedeln, diese totale Barrierefreiheit zum Ausdruck bringen, als Leitprojekt, als österreichisches Leitprojekt. Und da ist diese digitale Barrierefreiheit sicherlich eine der größten Herausforderungen, das auch zu gewährleisten. Ich denke, dass wir es schon erlebt haben am Arbeitsprozess, die Veränderung. Ich denke, dass wir es schon erlebt haben, wie vor allem in der Zugänglichkeit sich vieles geändert hat. Und mir hat eine Behinderte, die im Rollstuhl sitzt und sehr viel Homeoffice zu erledigen hatte, auch in den Monaten zuvor gesetzt hat, sie hat sich wirklich gefreut in Zeiten dieser Pandemie. Es wirkt komisch, aber jetzt sind alle unter den gleichen Voraussetzungen zu Hause. Und sie hat das als eine besondere Bestätigung auch ihrer Arbeit gesehen, dass es eben möglich ist, dass es nicht eine zweitrangige Arbeit ist, so quasi jemandem entgegenzukommen. Und ich denke, das, was viele schon zum Ausdruck gebracht haben, wer die Inklusion will, der sucht die Wege. Und wer sie nicht betreibt, der sucht Begründungen. Wir kennen das. Und ich glaube, wir alle sind dazu angetreten, Wege aufzuzeigen und Wege zu suchen. Und einer dieser Wege ist sicherlich, eine Zertifizierung auch für Unternehmen vorzunehmen, die diese Inklusion nicht nur im, so quasi im haptischen Bereich, im Präsenzbereich zur Verfügung stellen, sondern diese Inklusion auch im digitalen Bereich ihren Mitarbeitern anzubieten, imstande sind. Wir wissen ganz genau, das sind zwischen 15% und 20% unserer Bevölkerung in Österreich, die in der Frage der Behinderung, des Handicaps in irgendeiner Form auf zusätzliche Unterstützung angewiesen sind. Es ist an uns gelegen, dass wir ihnen die gleiche Zugänglichkeit zu geben. Es gibt, ein Sprichwort, jeden Tag einen Apfel zu pflücken, ist nicht für alle möglich. Daher brauchen wir auch für die, die es nicht können, die nötigen Leitern. Und das ist eigentlich in diesem Fall eine Selbstverständlichkeit. Und so denke ich, dass gerade im digitalen Bereich die besonderen Herausforderungen auch digital zu lösen sind, dass sie die Möglichkeit uns geben, hier noch weitere Schritte zu setzen. Denn die Selbstständigkeit, die Eigenverantwortlichkeit umzusetzen, ist für diese Menschen eine ganz große, ein großes Ziel, das sie erreichen wollen und das wir ihnen auch gesamtgesellschaftlich zu bieten haben. In diesem Sinne darf ich Ihnen heute einen spannenden Tag wünschen hier im Saal und via Livestream. Ich freue mich, dass es möglich geworden ist, und wir sollten auch, was die Zukunft betrifft, dieses Medium intensiver nutzen, weil eines hat die Covid-Pandemie und mit ihren vielen Videokonferenzen gezeigt.
die Information schnell zu transportieren, viele Leute zu erreichen, auch in einer Kürze und in einer Konsequenz, das erachte ich auch als einen dessen Nutzen, den wir schon vielfach gezogen haben. So sollten wir auch diese Ergebnisse, die heute in einem bemerkenswerten Buch über die Jahre schon von Zero Project Konferenz in einem Buch dargestellt worden sind, auch viel schneller immer wieder transportieren können und damit in die Breite bringen. Das wünsche ich uns allen, das wünsche ich uns als Gesellschaft, die darauf Wert legt, alle mitzunehmen auf dem Weg in die Zukunft. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir hier sein dürfen und dass sich das österreichische Parlament dieser Thematik auch so nahbar annimmt und auch eine Vorreiterrolle in der Barrierefreiheit und im Konsum der Sitzungen, der Inhalte, da auch ein starkes Zeichen setzt. Also herzlichen Dank auch dafür. Wir freuen uns jetzt auch auf die erste Keynote, wo es auch schon um die harten Fakten, um die Inhalte der heutigen Veranstaltung geht. Und wir waren sehr erfreut, als wir die Zusage bekommen haben, frisch im Amt als Bundesminister für Arbeit und gerade in diesen Zeiten wahrscheinlich sehr umfangreich, die Herausforderungen, vor denen wir gesellschaftlich stehen, sind sicher intensiv und dass Herr Bundesminister Kocher trotzdem hier ist, um eine Keynote zur Thematik der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu halten, das zeigt, dass das Thema auch im Arbeitsministerium seinen Platz gefunden hat und die Bedeutung und die Wichtigkeit erkannt wurde. Also freuen wir uns jetzt auf die erste Keynote vom Bundesminister für Arbeit, Dr. Martin Kocher. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Essl, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Zero Project, sehr geehrte Damen und Herren hier und zu Hause. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, freue mich, dass ich heute hier sein darf zu diesem Thema. War mir sehr wichtig, das zu tun und ein paar Gedanken zum Thema Digitalisierung und Herausforderungen am Arbeitsmarkt und Inklusion mit Ihnen zu teilen. Wir erleben natürlich jetzt mit der fortschreitenden Digitalisierung eine zentrale Herausforderung, aber auch aus meiner Sicht eine große Chance für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir haben nicht nur technische Fortentwicklungen, es geht auch um eine gesellschaftlich eingebettete Innovation. Und die Digitalisierung ist aus meiner Sicht nichts Neues. Wir erleben sie seit 40 Jahren, da gab es den ersten PC. Allerdings sind wir immer noch unsicher darüber, wie sie sich auswirken wird auf den Arbeitsmarkt, auf unser Leben, auf die Gesellschaft. Es gibt eine Reihe von Schätzungen der Beschäftigungspotenziale. Manche sehen mehr Chancen als Risiken, manche sehen eher die Gefahr, dass Beschäftigung verloren geht. Ich glaube, es ist schwierig, über die nächsten 10, 15 Jahre eindeutige Prognosen zu machen. Was wir wissen aus der Vergangenheit ist, dass sämtliche Innovationen, die wir die letzten 200, 300 Jahre erlebt haben, technische Innovationen zu mehr Beschäftigung geführt haben. Man müsste sich nur vorstellen, was wäre, wenn die Wäscherinnen und die wenigen Wäscher, die es gab, waren vor allem Frauen, immer noch ohne Waschmaschine irgendwo in Wien am Fluss waschen müssten und eine Beschäftigung hätten. Niemand würde sich solche Jobs heute mehr wünschen. Die Chancen und Potenziale, die sich ergeben aus der Digitalisierung, realisieren sich nicht von selbst. Ich glaube, wir brauchen eine breite gesellschaftliche Debatte, wie wir in Zukunft arbeiten und leben wollen. Da geht es auch natürlich um die Entscheidungen von allen Menschen, von Konsumentinnen und Konsumenten. Die Technik bietet etwas an, aber ob wir etwas annehmen, wie wir damit umgehen, wie wir sicherstellen, dass wir den Wandel gemeinsam gestalten, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und das ist eine Aufgabe, die wir alle teilen. Wir müssen also sicherstellen, dass am Arbeitsmarkt keine Gruppen ausgeschlossen werden. Die digitale Inklusion muss sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Verstärkte Digitalisierung betrifft auch Menschen mit Behinderung auf vielfältiger Weise. Da geht es um die Arbeitsinhalte, da geht es um die Arbeitsorganisation, da geht es aber auch um Arbeitssuche und Einstellungsprozess, der sich sicher verändern wird. Ich sehe da große Chancen durch die Kombination von technischen und sozialen Innovationen und durch inklusivere Arbeitsmärkte und attraktivere Arbeitsplätze. Dies könnte, wenn wir das gut
zustande bringen, zu einer höheren Erwerbsbeteiligung von Menschen mit körperlichen Einschränkungen und mit gesundheitlichen Problemen führen. Weil physisch anstrengende Tätigkeiten, und das ist bekannt aus allen Studien, von Maschinen übernommen werden können. Die physisch anstrengenden Tätigkeiten sind tatsächlich die, die am meisten automatisierbar sind. Weil Kreativität und Erfahrungswissen wieder eine größere Rolle spielt, auch das zeigen alle Studien. Berufe, deren Anteil an kreativen Prozessen hoch ist, werden mit großer Wahrscheinlichkeit erhalten bleiben. Und weil die Erledigung von Aufgaben tendenziell, wurde schon angesprochen vom Präsidenten, ortsunabhängiger möglich ist. Das haben wir jetzt gelernt und das wird sicher auch in Zukunft möglich sein. Während der Pandemie stieg die Arbeitslosigkeit begünstigt behinderte Menschen deutlich weniger als im Durchschnitt. Die Beschäftigung von diesen Menschen ist zwar auch gesunken um -0,3%, allerdings bei weitem weniger als der Beschäftigungsrückgang insgesamt. Das ist zum Teil erklärbar über die verschiedenen Branchen, die betroffen sind, die besonders stark betroffen sind durch die Covid-Pandemie, der Tourismus zum Beispiel, und wo Menschen mit Einschränkungen weniger stark vertreten sind. Aber die Entwicklung zeigt uns auch an vielen Beispielen, dass in vielen Unternehmen unverzichtbare Schlüsselkräfte erkannt wurden in Menschen, die Einschränkungen haben und die eben jetzt durch die Art und Weise, wie wir täglich arbeiten und interagieren, mehr Möglichkeiten und bessere Chancen haben. Durch den Einsatz von neuen Hilfsmitteln können ergonomischere Arbeitsplätze für Menschen entstehen, weil ungünstige Haltungen und Belastungen wegfallen, weil sich eingeschränkte Sinneswahrnehmungen durch Hilfsmittel zum Teil ausgleichen lassen und weil Verbreitung und Qualität der Hilfsmittel mit der fortschreitenden Digitalisierung zunimmt und auch der Preis für diese Hilfsmittel sinkt. Technische Innovationen durch Digitalisierung haben schon heute gravierende Auswirkungen auf den Alltag von Menschen mit Behinderung. Einige Beispiele: Smartphones können durch Apps und Hilfsfunktionen die Kommunikation erleichtern, auch wenn man Beeinträchtigung beim Hören, Sehen oder Sprechen hat. Videoanrufe können die Kommunikation für Hörgeschädigte erleichtern, weil die Gebärdensprache mit Videoanrufen möglich ist. Und der Trend weg von Spezialhilfsmitteln zu lediglich speziellen Funktionen in Alltagsgeräten hilft natürlich auch Menschen, die Schwierigkeiten oder Einschränkungen haben. Obwohl die Digitalisierung außergewöhnliche Chancen bietet, ist die Inklusion weiterhin auf politische Maßnahmen angewiesen. Behinderungen sind sehr differenziert zu betrachten, weil die Betroffenen auf sehr unterschiedliche Weise eingeschränkt sein können. Von den Vorteilen der Digitalisierung werden nicht alle Menschen mit Behinderung gleichermaßen profitieren. Das muss uns allen klar sein. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können von vielen technologischen Innovationen profitieren. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen, geistigen oder Lernbehinderungen hingegen können eine mit Entgrenzung, Arbeitsverdichtung und zeit- und ortsunabhängigen Arbeiten geringere soziale Einbindung verbunden sein. Wir müssen also auf alle Gruppen schauen. Die Digitalisierung ist sicher kein Allheilmittel für diese Maßnahmen. In einem Arbeitsumfeld mit begleiteten integrativen Maßnahmen können Menschen mit Behinderung die meisten Berufe und Arbeitsaufgaben sehr gut meistern. Wie unsere Arbeitsmarktstatistiken zeigen, wird dieses Potenzial zwar genutzt, aber noch nicht ausreichend und noch nicht so weit, wie ich mir das wünschen würde. Der Erwerb neuer Kompetenzen wird generell für alle Menschen in Zukunft noch wichtiger werden. Digitale Kompetenzen spielen eine ganz zentrale Rolle, wenn es um die Weiterentwicklung des Arbeitsmarkts und unserer Arbeit geht. Schulungen müssen bedarfsgerecht konzipiert werden und in didaktischer Hinsicht spezifisch auf die Zielgruppen zugeschnitten werden. Wir investieren daher dieses und nächstes Jahr in der Joboffensive 700 Millionen in die Weiterbildung am Arbeitsmarkt in spezifischen Bereichen, aber darüber hinaus nicht in vielen anderen Bereichen auch, die von den jeweils regionalen und Landes-AMS-Stellen als sinnvolle Qualifikationen für die Zukunft angesehen werden. Menschen mit Behinderung sind ausdrücklich Zielgruppe dieser Joboffensive. Auch das Lernen am Arbeitsplatz wird eine wichtige Bedeutung haben, noch wichtiger als das jetzt der Fall ist. Das Verbinden von Arbeit und Lernen in der digitalen Transformation ist ein ganz entscheidender Faktor aus meiner Sicht.
Die digitale Inklusion kann auch als Innovationsschub für die gesamte Organisation gesehen werden. Als Beispiel, wie man besser Arbeit organisiert und wie man besser Kommunikation im Unternehmen, in der Organisation gestaltet. Sie ermöglicht nicht mehr funktionierende, wenig inklusive Prozesse zu hinterfragen und sie neu aufzusetzen und dadurch Abläufe und Ergebnisse für den Betrieb, für die Organisation insgesamt zu verbessern. Ich glaube, das ist ein Potenzial, das viele Unternehmen schon sehen, aber noch weiter genutzt werden könnte. Im Arbeitsministerium setzen wir besondere Maßnahmen zur Unterstützung behinderter Menschen. Ich habe Ihnen ein paar dazu jetzt vorbereitet und möchte sie ganz kurz aufführen. Es geht um Berufsinformation der Berufsinformationszentren des AMS. Da gibt es eine Reihe von Informationen und Materialien. Es geht um eine spezifische Beratung und spezialisierte Berater beim AMS. Es geht um die Unterstützung der Lehrausbildung, die Vermittlung geförderter Beschäftigung in sozialen Unternehmen, aber auch in kommerziellen Betrieben. Es geht um Lohnförderungen, Eingliederungsbeihilfen zum Beispiel und Kombilohnmodelle. Wir haben natürlich auch einen barrierefreien Zugang zu fast allen AMS-Geschäftsstellen. 90% sind es. Ich hoffe, wir schaffen es bald auf 100%. Und Menschen mit Behinderung sind eine Zielgruppe in der Ausbildung bis 18, die ja seit einiger Zeit in Österreich gültig ist. Auch in der Zukunft ist die gemeinsame Zusammenarbeit mit Vertretern der behinderten Menschen wichtig, um mehr Inklusion zu schaffen. Dafür werde ich mich mit aller Kraft einsetzen und damit die Zukunft der Arbeit für alle in Österreich Lebenden gut gestalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Bundesminister Kocher. Wir freuen uns, dass so viele Maßnahmen, die Sie präsentiert werden, schon in der Umsetzung sind, dass wir damit erreichen können, dass Menschen mit Behinderungen in Österreich höhere Chancen haben, am Arbeitsmarkt inkludiert zu werden. Und als Gesellschaft können wir davon nur profitieren. Wir freuen uns jetzt, dass wir Ihnen auch eine internationale Top-Keynote präsentieren können. Ashok Vaswani ist CEO für den Consumer-Bereich, also für den Konsumentenbereich der Barclays Bank, der drittgrößten Bank Großbritanniens und damit in einem Bereich, wo es um hunderttausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht und natürlich auch Menschen mit Behinderung, die da dazugehören. Wir freuen uns auf seine Keynote zum Thema inklusive Beschäftigung aus Sicht des Arbeitgebers und des Unternehmens und ich freue mich, dass ich ihn auch schon begrüßen darf. Wir versuchen jetzt die Leitung auch zu ihm zu haben. Mr. Vaswani, can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? We can hear you as well. We are very happy that you are with us today. And I'm looking forward to your keynote. So the stage is yours. Thank you so much. First of all, a big thank you for inviting me. I only wish that I could have been there in person in your beautiful city. But I guess that will have to wait till a different time. I wanted to make basically four comments around this topic and then kind of open it up for any kind of Q&A that folks may have. This is an extremely important topic, and it has to be looked at not only from the point of view of doing the right thing, but also I would submit to you that this makes a lot of business sense. So my first point is that when people think of disabilities, they normally think of an extreme situation where somebody has complete loss of mobility, complete loss of sight, complete loss of sense and things like that. But I would submit to you, disability is actually across a spectrum, right? When I was younger, my eyesight was much, much, much better. I went to restaurants. I would find the dim lights in the restaurant actually quite romantic, quite nice,
quite, you know, creating a nice ambience. Today, when I go to a restaurant and it's not lit up very well, I have a lot of difficulty reading the menu. I mean, thank God for the iPhone, which has got a kind of torch. But without that torch, it would have been impossible to read the menu. Ditto when you go to a hotel and you're trying to, you know, trying to shower and you can't figure out which is the conditioner, the shampoo, or the shower gel. I'm giving you these simple examples only to kind of bring home the point that disability is along a continuum. And therefore, if you think about it, many, many more people, right, suffer from some level of loss, not an extreme loss. Now, if that is the case, then any business that is dealing with a vast majority of customers, like let's say Barclays Bank is, then one has to kind of take into account that your customers are going through those levels of disability. Not extreme, but along the kind of continuum. And therefore, your colleague base, your employees, have to design for the vast majority of the people. Think about it this way, that one of the best features on an Apple product is Pinch. Why is Pinch such a great feature? Because it allows people who've got visual difficulty to just pinch and make the font, make the picture much, much, much broader, right? At Barclays, we have now enabled speech on the mobile phone. So people who find it difficult to read numbers and particularly in print can just listen to everything off their mobile phone, right? And therefore, the employee base in Barclays must be people which are reflective of the customer base. If the employee base is reflective of the customer base, they will bring those perspectives to the table. If they are not reflective of the customer base, they will completely miss that kind of point. So my first point was, think of disability as a kind of continuum. Two, the employee base must be reflective of the customer base. That's the only way you really serve all your customers. As you would see, this just makes business sense. This has nothing to do with any other philosophical attitude towards disability. The third thing I've come to believe is that when you're designing a new product, it is best to test at the extremes. Because if you test at the extremes, the end product turns out to be beautiful. Eine kurze Unterbrechung beim Livestream. Wir versuchen schnell die Verbindung zu ihm wiederherzustellen. Ich schaue schnell zur Technik, ob wir ein Zeichen bekommen. Wenn nicht, dann versuchen wir die Keynote später fortzusetzen und setzen jetzt mit der dritten Keynote vor. Und da freuen wir uns, dass wir den erfolgreichen Unternehmer und Initiator der Zero Project und all den Initiativen, die Zero Project gemacht hat und ermöglicht hat und damit auch Mitveranstalter am heutigen Tag, Kommerzialrat Martin Essen. Und in der Zwischenzeit versuchen wir, die Verbindung zu Mr. Vaswani wiederherzustellen. Aber jetzt freuen wir uns auf Martin Essel. Herzlich willkommen und danke für die Keynote. Herzlichen Dank. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Nationalratspräsident, Herr Arbeitsminister, meine Damen und Herren Abgeordneten im Saal und im Livestream, Herr Parlamentsdirektor, meine Herren UnternehmensvertreterInnen und Innovatoren hier im großen Plenarsaal beziehungsweise über Ihren Bildschirmen. Es ist wieder ein besonderer Moment für mich und für unser Team, dass wir heute hier im Parlament bei Ihnen sein dürfen, um Ihnen einige
neue Ansätze und Innovationen, diesmal zum Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und welche Vorteile das zu bieten hat, sprechen dürfen. Ich möchte mich ganz herzlich für die erneute Einladung bei dir, lieber Präsident, bedanken und freue mich, dass wir gemeinsam neben der Essel Foundation auch die Sinnbildungsstiftung bei der Organisation, wir das miteinander gemeinsam getan haben. Für all jene Teilnehmer, die mich nicht sehen können, möchte ich mich kurz verbal vorstellen. Mein Name ist Martin Essel, ich bin in den End-50ern, habe noch ein paar graue Haare, trage einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und mit einer grünen Krawatte. Im Jahr 2008 hat Österreich die erste Konvention des neuen Jahrtausends, nämlich die UNO-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung, ratifiziert. Das heißt, die Ziele, die hier besprochen wurden und gemeinsam erarbeitet wurden von Staaten der ganzen Welt, diese Ziele tatsächlich zur Umsetzung zu bringen. Und das war genau das Jahr, wo die Essel Foundation sich bemüht hat, daraus ableitend Programme zu entwickeln, die helfen sollten, einen Beitrag zu leisten. Und mir als Unternehmer war eines klar, das kann nur durch Innovationen von sich gehen, und das wäre eigentlich ein USP, den wir einbringen können, und aus diesem Grunde ist Zero Project entstanden. Zero Project ist ein weltweites Netzwerk von Expertinnen und Experten, die nichts anderes tun, als auf der ganzen Welt die impactstärksten, innovativen und skalierbaren Innovationen, die Menschen mit Behinderung helfen, in die Gesellschaft zu integriert zu werden, zu suchen und zu spreaden, also zu verbreiten und die Verbreitung entsprechend zu unterstützen. Wir konzentrieren uns jedes Jahr auf ein bis zwei Themen, die wir aus der Konvention herausnehmen. Das ist barrierefreie Bildung, die wir das letzte Jahr miteinander besprochen haben mit entsprechenden Innovationen. Heute sprechen wir über inklusive Beschäftigungssysteme. Wir werden im kommenden Jahr über Barrierefreiheit sprechen, und dann ist das Thema selbstbestimmtes Leben, politische Teilhabe dran. Zusätzlich haben wir seit 2019 ITC-Lösungen, das heißt technische Innovationen, die wir jedes Jahr aufs Neue suchen, weil durch die Digitalisierung so vieles an Veränderungen vor sich geht, dass jedes vierte Jahr ein Thema zu behandeln nicht sinnvoll ist. Das muss gleich auf den Tisch des Hauses, und das hat ja Riesenauswirkungen letztlich, wie Herr Arbeitsminister gesagt hat, auch auf die Beschäftigungschancen und Möglichkeiten, die wir da auch für Menschen mit Behinderung sehen. Und dann haben wir noch ein Thema, das uns als Familienherzensanliegen ist, nämlich barrierefreie Kunst und Kunstvermittlung, wie Sie sich natürlich vorstellen können. Wir haben jetzt den dritten Themenzyklus begonnen, und das war wieder der Grund, dass wir den Zero Project Almanach 2021 herausgebracht haben. Das ist ein neues Standardwerk in unserer Community, so auch zu verstehen, wo wir alle bisher ausgezeichneten 662 Innovationen aus 150 Ländern, die sich wirklich bewährt haben, hier beschreiben, wissenschaftlich aufbereitet haben. Und diese 300-seitiges Elaborat, das mit einer gewaltigen Arbeit verbunden war, soll Ihnen auch helfen, sich inspirieren zu lassen. Herr Arbeitsminister, wir haben dort über 200 Innovationen alleine in inklusiver Beschäftigung für Menschen mit Behinderung aus aller Welt zusammengefasst. Wir haben Ihnen das beigelegt für alle Teilnehmenden und für jene Freunde und Teil der Community, die unseren Bildschirm verfolgen, werden wir das kürzlich auch in den Online-Website hineinstellen. Es wird die dreisprachig in Zukunft geben, heute Deutsch und Englisch und in Zukunft auch in Spanisch.
Erlauben Sie mir ganz kurz ein paar Zahlen zu zitieren, die für sich sprechen. Unser Netzwerk besteht aus 3.906 aktiven Partnern aus 178 Ländern. Wir haben bisher 2.806 Nominierungen im Laufe des 8 Jahre bekommen und die werden jedes Jahr von zwischen 1.000 und 1.300 Expertinnen aus der ganzen Welt in einem dreistufigen Verfahren so verdichtet, dass wir dann am Ende des Tages etwa 80 Innovationen zeigen, die wir in unserer Jahreskonferenz entsprechend besprechen. Die findet immer in der UNO-City in Wien bisher statt. Corona-bedingt wurde uns ein Strich durch die Rechnung gemacht und werden wir diese ab Mittwoch online durchführen. Herzlichen Dank, Herr Präsident, dass Sie auch hier eine Keynote abhalten werden über Video. Aber ich hoffe, dass die Zeit sich oft doch bald verändern wird. Warum tun wir das? Herausragende Lösungen bleiben oft im Verborgenen und sind nicht einmal national bekannt. Und über das Zero Project bekommen Sie eine globale Plattform und die Möglichkeit, sich mit EntscheiderInnen aus Politik, aus Organisationen und der Wirtschaft zu vernetzen und nach Unterstützung zu suchen. Alljährlich laden wir daher diese Innovatoren zur Zero Project Konferenz ein und werden, wie gesagt, in Kürze, in 48 Stunden, eine neue Art der Kommunikation unserer Jahreskonferenz durchführen, indem wir ein Webstream-TV, drei Kanäle, so wie in Österreich üblich, ORF 1, ORF 2, ORF 3, das kennen wir alle. Wir haben Zero Project 1, Zero Project 2, Zero Project 3 eingeführt, wo wir 86 Stunden Programm innerhalb von 3 Tagen anbieten. Von 500 Sprechern werden wir hier auch innerhalb dieser Frist zu uns sprechen. Und wir gehen davon aus, dass wir nicht wie in der Vergangenheit zwischen 800 und 850 Teilnehmerinnen aus 90 Ländern, sondern jedenfalls Besucher in die Tausende haben werden aus viel, viel mehr Ländern. Natürlich, wie Herr Arbeitsminister auch gesagt hat, weil das viel einfacher geworden ist, einander zu vernetzen, wenn die Technologien dafür eingerichtet werden. Und die kosten natürlich auch eine Menge Geld. Aber das war uns ein ganz großes Anliegen, dass wir unsere Leistungsfähigkeit deutlich verbessern können. Wir haben das letzte Jahr, und das ist, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, 5 Innovationen gezeigt. 3 davon möchte ich wirklich herausgreifen, weil es da im Hohen Haus eine besonders positive Reaktion gegeben hat. Das war auf der einen Seite SpeechGear. Das ist ein automatisiertes Übersetzungsprogramm, das wir vorgestellt haben, das auf ganz großen Anklang gefunden ist. Und es ist in Wahrheit nichts weitergegangen, leider Gottes. Sie werden die Möglichkeit haben, meine Damen und Herren, bei der Zero Project Konferenz in den 3 Tagen SpeechGear zu erfahren. Sie haben die Möglichkeit, eine Übersetzung in 50 Sprachen automatisiert zu bekommen. Und es liegt wirklich an uns. Die Systeme sind vorhanden. Diese neue Technologie nach Österreich zu bringen und hier zu implementieren. Und wenn Sie noch Ideen haben oder noch Fragen haben, schauen Sie sich in den nächsten 3 Tagen unsere Konferenz an, wann immer Sie Zeit haben. Wir sind 10 Stunden pro Tag in diesen 3 Tagen on air. Wenn Sie einen Timeslot haben, schauen Sie rein, verwenden Sie das SpeechGear, in welcher Sprache auch immer, und Sie werden begeistert sein. Aber bitte bringen wir das doch auf den Punkt, diese PS, die wir jetzt da hereingebracht haben, damit wir das für Österreich zugänglich machen. Es wäre hilfreich. Das zweite Thema ist inklusive Bildung. Herr Arbeitsminister, das war ein ganz tolles Projekt aus Deutschland, das wir das letzte Mal vorgestellt haben, wo Menschen mit kognitiver Behinderung in einer 3-jährigen Ausbildung zu Lektoren ausgebildet werden und Universitätsstudentinnen und Studenten.
das Thema Barrierefreiheit und Behinderung aus erster Hand umgesetzt bekommen haben. Wir können uns noch erinnern an diesen sehr selbstbewussten jungen Mann, der von der Werkstätte wegengagiert wurde, um eine dreijährige Ausbildung zu bekommen, was aus diesem Mann geworden ist. Das war alles unglaublich. Und es liegt wirklich an uns, es wäre hilfreich. Es hat jetzt drei Universitäten gegeben, zwei in Wien, eine in Graz, die gesagt haben, wir wollen das gern tun, aber dieser Test, den wir machen, da haben wir kein Budget dafür. Meine Damen und Herren, wir sind hier, um diese Veränderungen vorzunehmen, aber bitte, da möchte ich darum ersuchen, es wäre extrem hilfreich, wenn wir diese Innovation nach Österreich bringen können. Last but not least, wenn mir das wichtig war, dass wenigstens ein Projekt wirklich voranschreitet, Livox. Eine Kommunikationsapplikation mit Artificial Intelligence für Menschen eingerichtet, die Sprachschwierigkeiten bzw. Kommunikationsschwierigkeiten haben, aus Brasilien kommend. Und diese Innovation, da haben wir mit Ashoka gemeinsam einen lokalen Implementierungspartner gefunden und es liegt jetzt an uns im heurigen Jahr zu versuchen, dass wir diese Geschichte auf den Boden bringen. Und da habe ich jetzt noch eine zusätzliche Investition zugesagt, aber ich kann nicht überall alles finanzieren. Ich bin der kleine Martin Essel und habe auch beschränkte Mittel. Bitte helfen alle zusammen, dass jeder seinen entsprechenden Beitrag leistet. Worum geht es heute? Der Herr Arbeitsminister hat schon gesagt, wie die Situation jetzt ist. Wir hatten vor Corona eine Arbeitslosigkeit in Österreich von 7,7%. Für die Menschen mit Behinderung sagt die Statistik, dass es ein bisschen schlechter ist, aber diese Rahmenbedingungen sind unscharf. Gehen wir jetzt ein bisschen ins Detail, dann sehen wir, dass von 118.844 begünstigt behinderten Menschen 46.274 Menschen keinen Job haben. Das sind 40% Arbeitslosigkeit. Und so sieht die Situation tatsächlich aus. Aber die ist ja noch gravierender in Wahrheit, weil viele Menschen sich gar nicht mehr als arbeitslos eintragen lassen, weil sie so frustriert sind, weil sie Diskriminierungen erfahren haben und sagen, pfeif drauf, nehme heute das Geld und vegetiere dahin. Aber worum geht es? Es ist doch für jeden Menschen ist der Job essentiell und für die meisten Menschen ist er essentiell, weil er ein Selbstverständnis auch eines Menschen ausmacht und die Möglichkeit bietet, von einem Sozialempfänger zu einem Steuerzahler zu werden, aber vor allem auch Erfolgserlebnisse zu haben und in die Gesellschaft integriert zu werden. Und aus diesem Grunde werden wir heute neben Barclays, die wirklich führend in der Bankenlandschaft international sind, was die Integration von Menschen mit Behinderung sind, werden wir drei schöne Projekte sehen. Meine Damen und Herren, wir machen in Österreich auch viel. Das möchte ich heute auch hier bei dieser Gelegenheit sagen. Wir veranstalten Unternehmensdialoge. 2 Dutzend bisher in allen Bundesländern und bringen Unternehmerinnen, Unternehmer, Personalvertreter zusammen mit allen Organisationen, AMS, SMS, die NEBA-Werke, also Arbeitsassistenzen und Unterstützungsorganisationen und sagen den Leuten vor Ort, und ich habe früher bei Baumax 265 Menschen mit Behinderung beschäftigt in allen 9 Ländern, wo wir gewesen sind, wo wir 11.000 Mitarbeiter gehabt haben, und sagen den Leuten, worum es bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung geht, was funktioniert, was nicht funktioniert, worauf man achten muss, und sagen Ihnen das nicht nur, was ich für Erfahrungen in den letzten 30 Jahren gemacht habe, sondern wir bringen in den Vordergrund jene Unternehmer, die das in Österreich auch spitze machen. Und da gibt es einige davon. Wir dürfen eins nicht vergessen, dass nur 21,4% der Unternehmer keine Ausgleichstaxe bezahlen, weil sie die Beschäftigungsquote tatsächlich erfüllt. Das heißt, es ist Room for Improvement. Und aus diesem Grunde ist es mir so wichtig, dass wir heute zusammen sind. Wir werden Ihnen Innovationen vorstellen, die durch diese 1300 Expertinnen durch die Hände durchgegangen ist, die gesagt haben, jawohl, das ist innovativ, das ist skalierbar, das ist leicht umzusetzen oder machbar umzusetzen und für den österreichischen Markt auch geeignet. Da haben wir darauf geschaut, dass das funktioniert.
Und aus diesem Grunde danke ich heute auch den Innovatoren, dass sie zu uns kommen, um sich mit ihren Ideen inspirieren zu lassen und dass wir gemeinsam damit in der Lage sind, die Barrieren zu überwinden. Und ich hoffe, dass es uns gelingen wird, Sie als Entscheidungsträgerinnen in Österreich zu überzeugen. Denn es braucht Ihre Unterstützung, um Teststellungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, gemeinsam mit der Wirtschaft. Deswegen bin ich froh auch, dass der Country Manager Herr Reimoser von Ernst & Young heute unter uns ist, um die, und viele natürlich auch on the screen, um die Wirkung auch bei uns entsprechend umzusetzen. Herr Präsident, es wäre mir eine große Freude, wenn wir das nächstes Jahr wiederholen dürfen. Wir werden nächstes Jahr über Barrierefreiheit sprechen und das ist in Corona-Zeiten ganz ein heißes Thema. Und da freue ich mich sehr, wenn wir die Gelegenheit haben, wieder mit neuen, frischen Ideen zu kommen. Versuchen wir, die Ideen vom letzten Jahr umzusetzen und inspirieren zu lassen von den Ideen, die wir heute da haben. Und im nächsten Jahr, darf ich Ihnen versprechen, wird es wieder ganz interessante, spannende Ideen geben. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, lieber Martin. Man hat gesehen, dass du die Inspiration vom letzten Jahr mitgenommen hast und mitgetragen hast. Und das ist das, was heute auch hier passieren soll. Am Beispiel dieser erfolgreichen Initiativen und Projekte, die sowohl national, aber auch international schon Erfolge gefeiert haben und die Österreich so dringend auch brauchen würde, um den nächsten Schritt in der Beschäftigungspolitik und in der gesellschaftlichen Akzeptanz von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt zu erreichen. Ich entschuldige mich nochmal für die technischen Probleme, die wir mit Mr. Vaswani hatten. Wir versuchen immer noch eine Leitung zu ihm aufzubauen, die stabil ist. In der Zwischenzeit wollen wir aber schon in die ersten Projekte gehen, die wir Ihnen vorstellen. Und sobald wir eine Verbindung haben, würden wir dann versuchen, die Keynote fortzuführen und die spannenden Inhalte aus der Bank im Bereich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung noch Ihnen zu zeigen. Aber jetzt lassen Sie uns in die erste Initiative gehen, auch eine internationale, eine aus Irland kommend, die gezeigt hat, dass gerade eine Gruppe von Menschen mit Behinderung, die oftmals in den Maßnahmennetzen nicht immer Berücksichtigung finden, wenn es darum geht, dass man gezielt Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt hineinbekommt, nämlich Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und vor allem, wenn es um die Unternehmensberatungsbranche geht, hat ein Projekt aus Irland geschafft, dass es sehr wohl funktionieren kann. Ernst & Young aus Irland hat gemeinsam mit dem TCPID Graduate Internship Program erreicht, Menschen mit Lernschwierigkeiten genau in diese Unternehmensberatung erfolgreich zu integrieren. Und wir begrüßen Mary David, sie ist Pathways Coordinator am Trinity Center for People with Intellectual Disabilities. Sie wird auch gleich das Projekt vorstellen. Ich begrüße Sie mal schnell, um zu schauen, ob auch alles funktioniert. Hello, Mary. Can you hear us? Hello. How are you, Andreas? I'm very well. I hope you're well as well. I'm good. Can you hear me okay? Yeah, it's perfect. We're going to be back with you in a few moments. We're going to look at the video together and then it's your turn. So see you soon. Und bevor sie uns also eben das Projekt vorstellt, wollen wir uns gemeinsam die Videopräsentation zum ersten Projekt aus Irland anschauen. What is TCPID Graduate Internship Program about? For many years, these young people were just expected to go to day services and not to be real citizens and part of their own community, where we prepare the young people, but we also prepare the businesses, and we work in facilitating internships, which 3-6 months, they're fully paid, they have a mentor from within the business, and there's real ambition that these young people will be successful. What is unique and innovative about TCPID Graduate Internship Program? We, I think, really address the needs of young people with intellectual disabilities for academic challenge and achievement in learning, and then
the links into the business world and beginning to understand what's it like to be a worker, to be employed, to be paid, to be valued. I think that's what's really unique about what we do. How did this solution change your life? As I was a kid or a teenager, it was my dream, you know what I mean? Because I loved working in an office, worked very hard, and I'm really happy with my achievement. From the old me to the new me. How does TCPID Graduate Internship Program work? Business model is based on a partnership model between our business partners who fund a number of our activities, along then with philanthropic supports, where they've recognized the kind of work, the innovative work that we're doing, and they want to support that. What is next for TCPID Graduate Internship Program? We think the model is can easily be shared with our partners around the country. And our ambition would be that it would be a government initiative to really support and build capacity. Herzlichen Dank für das Video. Wir haben also gesehen, was das Projekt macht. Und bevor wir in die unmittelbare Präsentation kommen und dann auch in die Fragerunde, habe ich noch eine kurze Frage, ein kurzes Interview mit dem CEO von Ernst & Young Österreich, nämlich Gunther Reimoser. Martin Essel hat ihn auch schon angesprochen. Er sitzt zu meiner Linken, hat auch sein Mikrofon schon vorbereitet. Sie sind CEO von Ernst & Young Österreich. Ihre Kollegen und Kolleginnen in Irland haben dieses Projekt schon erfolgreich umgesetzt und haben gezeigt, dass man Menschen mit Lernschwierigkeiten in diese Branche der Unternehmensberatung hineinbringen kann und inkludieren kann. Wie schafft man es, so ein Projekt auch nach Österreich zu transferieren? Also erst einmal vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Essel. Es freut mich, hier zu sein und mitzubekommen, was für tolle Projekte es da gibt. Jetzt konkret zu Ihrer Frage. Auf der einen Seite ist es ja sehr toll zu sehen, wie der Kollege hier gezeigt hat oder wie er dafür brennt, arbeiten zu dürfen. Also ist etwas, was sehr wichtig ist. Und es freut mich da auch insbesondere, dass das eine Schwesterorganisation von uns in Irland ist, die sowas erfolgreich gemacht hat. Dahinter stehen ja Praktikumsplätze, die die Unternehmen, in dem Fall EY in Irland, den Absolventen dieses Kollegs von Trinity College anbieten und mit dem Ziel, sie dann von dem Praktikum in die tatsächliche Festanstellung zu führen, was ja auch gelungen ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch in Österreich machen, dass da ein Zusammenspiel zwischen Ausbildungsstätten, sagen wir Hochschulen, Universitäten mit der Wirtschaft möglich sind. Gerade das Feedback von auch den Kollegen in Irland, von EY in Irland, ist ja ein tolles und das passt sehr gut auch zu unserem Zweck. Wir haben vor 3 Jahren gesagt, wir wollen nicht nur einfach finanziellen Erfolg als Zweck haben, sondern wir wollen einen Wertbeitrag für die Gesellschaft und für unsere Mitarbeitenden und die Kunden und natürlich finanziell wollen wir auch weiterhin erfolgreich bleiben. Aber, und das Tolle an dem Programm ist, ich habe mich da ein bisschen erkundigt auch, dass das ja nicht nur für die Leute mit den Intellectual Disabilities ist, sondern dass das auch für die Mitarbeitenden im Unternehmen so einen großen Mehrwert ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Wie kriegen wir es herein? Da müssen wir uns zusammensetzen, aber wir haben eh schon vorher gesprochen, dass wir da eine Partnerschaft aus Wirtschaft und Ausbildungsstätten finden. Und dass Zusammenarbeit gut funktioniert und alle davon profitieren, das wird auch uns jetzt das Projekt ganz konkret zeigen. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, da es ja auch schon erfolgreiche Projekte mit der Essel-Stiftung und Ernst & Young Österreich gab, mit Martin Essel vor allem. Also bin ich da ganz zuversichtlich. Herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihr Statement und Ihre Antwort. Und wir wollen jetzt also schauen, wie das Projekt genau funktioniert, was es genau macht. Und dafür, wie gesagt, wir haben Sie vorher schon begrüßt, Mary David, welcome again, and now it's time for your presentation. We're really looking forward to it. Thank you so much, and thank you, everybody. I'm honored to be here.
I wish I was with you in Vienna, but virtually is a great honour for me. So I just want to give you a bit of a background about the Trinity Centre for People with Intellectual Disabilities. If you could go to the next slide, please, that would be great. So basically, we run a two-year certificate programme for students with intellectual disabilities. We are based within the School of Education in Trinity College Dublin in Ireland. So that means that our students are a real part of the overall campus. So they, you know, they are with all students on campus using the library, the sports centre, and all the facilities that are open to all students. Our course, as I say, is a two-year, it's full-time. So the students are with us for about 4 days per week. They do 22 modules across 2 years. So it is a broad education which provides modules in a range of subjects. So they cover the arts, so they do film studies, drama in education, they do expressive arts, they also do STEM subjects. And then in second year, there is a big focus on business and kind of work readiness to prepare them for life after college. So we really want to provide a pathway from college into the world after that. So we have implemented a graduate internship or a pathways into employment program. And this has been really, really successful, but only because of our partnerships with businesses, which are really allowing us to run this internship program. The goal of the TCPID is about inclusion, but this is not just the word inclusion, it's real inclusion. So meaningful jobs, having a meaningful impact on society. And the way to do this is really to focus on the ability of people. So to focus on people's strengths and to focus on what they can do and to help to build upon that. So if you could go to the next slide, please. So our business partners, as I say, are key to the success of our programme. They provide a number of supports for us. The first is financial support, which is crucial to allow us to run our programme. So our partners do provide an annual kind of partnership contribution. But it's not only financial, obviously, they also provide student work placements, graduate internships, sometimes training workshops, guest lectures, and ultimately employment. So if you go to the next slide, I will show you it's over two slides we have here. I'm proud to say we have 37 business partners at this stage, and it's growing every day, which is great. So there's a range of industries. So we have banks, we have law firms, we have financial organizations. As you can see, we have international companies such as PayPal and Intel. And the key to this fantastic range of companies is that it allows our students and our graduates to have a real choice and to have options for the type of industry and the type of role that they might ultimately want to move into. So we are incredibly, incredibly lucky and incredibly grateful to all of our business partners for being with us on this journey. And it is a real partnership and it is a real journey to, you know, to helping to change societal kind of attitudes to intellectual disability. So if you could go to the next slide, please. So as I mentioned, our partners help us with student work placements. Our placements are in semester two of year two of the programme. So they run each year between February and April. It's one morning per week for a period of 8 weeks. And really it's just to give our students an introduction to the workplace and what is involved that. We're actually currently, our students are getting ready to go on their work placements on February 19th. And this year, obviously with all the COVID challenges, this is the first year that we have to do the placements fully online. So it is a big challenge for us. It's a big challenge for our students, but we have huge support from our business partners and we are hopeful that it will be as successful as it always is. So on our next slide, please.
We also have graduate internships, and as you saw in the video there, these are three or 6 month paid internships provided by the businesses. They are to develop key employment skills for our graduates and to help them to kind of develop even further. The graduates work for a maximum of about 20 hours per week. A lot of them do kind of, five mornings per week or whatever suits them in relation to their other activities. They get support from mentors within each of the businesses, and this really is what is so critical about our program, that the support comes from within. You can obviously see some pictures of some of our graduates with their mentors there, and what really has an impact is that these mentors are volunteering into this role. They want to support our graduate, and we kind of work very, very closely with the mentors to ensure that that is successful. So on the next slide, please. The key to our the successful placements and internships is that the individual person is matched to the role. So while we do definitely believe that there is a role for everybody within a company, it's very important that this is tailored to suit both the personality and the skill set of the individual. So some of our roles that our graduates have done in the past include, working at reception. So in the photo there, you'll see one of our graduates, Paula, proudly on the phone in the reception desk of one of our aircraft leasing partners. So a reception role would suit somebody who would be, very chatty, very outgoing, very confident in a situation where people would be coming in and out of the building every day. The other types of roles are events management and marketing type roles. So even for an event such as today's event, there's an awful lot, I'm sure, as you know, of preparation that is involved in getting it ready. There are documents that need to be printed out, packs for all the attendees, name badges, names for the desks and for the where people are sitting. And so there's a huge amount of tasks that are involved in preparing any type of meeting or event or conference. And our graduates are fantastic at helping out and supporting a team for that. We have a number of graduates who are very skilled at computers and very good attention to detail. So that's where the kind of data analysis and reporting type roles come in. So we see that a lot in our the partnerships with banks and with financial consultancy firms and things like that, where they will tell us, we need somebody who will need to work on Excel, for example. So in that instance, only some of our graduates would like or would be, capable of that kind of role. And then the other types of roles are, general administration and facilities management. So that could be supporting a HR team to, coordinating supplies for a very busy office, to managing the post within the office. There's huge amount of roles, and the key is to look at the role, break down the tasks that are involved, and then work closely with us to find somebody who is suited and interested in developing skills in that area. So if you could go to the next slide, please. So we've had multiple graduate internships since we started, which was only back in January 2017. So I just have some pictures here to give you a sense of the real support that is provided, and you see the graduates there proudly in their place of work, and what it does for these graduates, it gives them a sense of purpose, a sense of achievement, and a sense of belonging, and that's really so powerful for us to see. And on the next slide, I can proudly tell you that we have, since we started our internship program, we have now 12 graduates employed in a permanent role within companies around Ireland. So we have our first graduate, Maylin, who is now in CPL Resources, which is a recruitment company. As you will see on this slide alone, we have three
in EY, which we'll get to in a minute. So we have Margaret, Mark and Stephen on this slide, who are all now permanently employed in EY. We have Chloe, who received a permanent contract in PayPal, and Emma in Avalon, which is an aircraft leasing company. And on the next slide, then, we have two further graduates in EY, so Luke and Ivan. We also have Shane, who is in Arthur Cox, which is a law firm. Marion, a second graduate employed permanently in CPL Resources. Darina in Fidelity Investments. And Paula, who is a second graduate in permanently employed in PayPal. So on our next slide, the benefits, really we've seen huge benefits, obviously, for the graduates who are in these organizations. I mean, it goes without saying, it gives a sense of increased confidence. It gives them experience of working in a team, which they may not have had before. And, you know, it's underestimated for people who have had this opportunity before. But for our graduates, maybe this is something that they have never had the opportunity of, being a part of a team, contributing to the work of a company, and being involved in team meetings and all that. It obviously helps to build transferable skills and have references and experience to put on their CV. But ultimately, it's about really being included. So having that sense of inclusion and feeling that they belong and have a sense of belonging to society, but to the company as well. So on the next slide, what we didn't expect, I suppose, when we started this, our focus was on what this would do for the graduate and how wonderful it would be for the graduate. What we didn't expect was the hugely positive impact that it would have on each of the businesses themselves. So, you know, in addition to providing a diverse workforce and a new pool of talent for the company, and creating, you know, the inclusive workplace environment, it also allowed staff to become mentors, to volunteer to be a mentor to these young people, and to show their skills as you know, as a trainer and as a mentor, and how that could, you know, help them themselves develop other skills that mightn't have been possible otherwise. It really, though, has enriched the work environment of all of these companies. The feedback, as I say, has been nothing but positive. It improved the team morale and really helped the teams involved to become closer and to kind of feel that they are doing something together and creating a real difference, which is really fantastic for us to see. So on the next slide, then, some of the awards, I suppose, that we have received over the past few years. We've been awarded the Social Innovation Fund Ireland grant in 2017. We were awarded the Ireland Fund's flagship grant in 2018. We got a growth fund from Rethink Ireland in 2019. Now, what the importance of this one was that this was based on match funding for committed funding from our business partners. So our business partners were asked to sign up with us again for a further 3 years in 2019. And everything that they committed from that point on, we received 50% match funding from Rethink Ireland, which gave us a huge uplift on the funds involved. And also, you know, it ensured that our partners have committed to us again, that they believe in what we're doing, and that they are willing to stay with us for at least another 3 years, but hopefully longer than that. And then last year we were awarded, in association with EY, we won the Diversity and Inclusion Award at the CIPD HR Awards. And then on the next slide, the reason that I'm lucky enough and honoured enough to be with you today is that we are an award winner of the Zero Project for 2021. For innovative practice and policy of the Zero Project. And this is for specifically for our partnership with EY, which has led to 5 permanent roles for our graduates, which is just phenomenal. So you can see all of our EY graduates or EY employees in the photo. So on the left, we have Luke, Mark, Margaret and Stephen. And then on the right, we have the lovely Ivan,
in her working from home in her home office, which has obviously been the case for the past year, that our graduates have all been working remotely and have been supported to work remotely by their teams in EY and within our other businesses as well. So for the last few slides, I just have a few quotes from some of our graduates who are in EY to give you a sense of the impact that this job, I suppose, has had on their lives. So we have Margaret Turley here, who says that working in EY means everything to me. I love being part of society, getting a paycheck, being able to grumble about having to pay taxes, and being able to save money, being able to work off a budget. Working in EY means a lot to me because I'm experiencing life as other people are experiencing it. And, you know, what's really important about Margaret's words, I suppose, are just the fact paying taxes and contributing to society, which, as we said, is something that is forgotten about sometimes. So then we have Mark Hogan, who you saw in the video earlier. And, you know, as Mark said, since I was a kid, I really wanted to work in an office. Thanks to Trinity College for getting me this job in EY. That's all I ever wanted. Now my dream has come true and I'm so happy to be here in EY. And finally then from Stephen Ryan. So on my birthday, on the 19th of August, I got the best news I could have possibly hoped for. I was offered a permanent position in EY. I'm only looking forward now, as in the last 2 years, I've got good news on top of good news. I can't wait to see what the future holds. I want to say to any person who has a disability, keep working to learn and to achieve your true potential. It might take you a bit longer, but people with disabilities have what it takes to succeed. So really, on a final slide, just to say that what we are trying to do in Trinity is to ultimately to change lives, but also to change attitudes about intellectual disability and to help people to focus on the incredible ability rather than the disability. These young people are proving, they're going out into the world and they're proving what they are capable of. And it's up to us in society to just give them the opportunity to do that. So, as I said, thank you so much for giving me the opportunity to come here today and speak to you about our programme, which we are incredibly proud of. And we are looking forward to it growing and growing over the next few years. Thank you very much, Mary David, for presenting us the project. Congratulations to being a Zero Project awardee. We will have two questions, two short questions for you. I will come back to you with them. Sie haben also gesehen, wenn man Leben verändert, kann man auch zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen. Und ganz viele positive Aspekte, die wir jetzt gesehen haben, die auch gezeigt wurden. Wir haben zwei kurze Fragen für das Projekt. Bei uns hören nämlich Expertinnen und Experten, Politikerinnen und Politiker und auch Menschen, die Expertise auf diesem Gebiet haben. Und der Vorteil dieser Veranstaltung ist dieser Austausch, wo man unmittelbar mit dem Projektverantwortlichen dann auch noch in den Austausch kommen kann und damit für die eigene Arbeit Expertise mitnehmen kann. Als erste zugeschaltete Fragestellerin haben wir in Vertretung des Präsidenten des Behindertenrates, Herbert Pichler, der leider kurzfristig erkrankt ist. Wir wünschen natürlich gute Besserung, aber wir freuen uns, dass Christina Meierschitz im Teil des Vorstands des Behindertenrates zugeschaltet ist und eine erste Frage an Mary David jetzt stellen wird. Herzlich willkommen, Frau Meierschitz. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für diese ganz wichtige Initiative, die hier gesetzt wird. Ich habe folgende Frage. Im ersten Punkt würde mich natürlich interessieren, für inklusive Arbeit ist inklusive Bildung Voraussetzung. Das war ja schon letztes Jahr Thema. Daher nur ganz kurz, gibt es in Irland ein inklusives Bildungssystem im Sinne der UN-CRPD? Das wäre nur eine kleine Nebenfrage. Die wichtigere Frage ist jedoch für mich, wie kann in Österreich eine solche Kooperation zwischen Wirtschaft und Universität hergestellt werden? Welche Voraussetzungen würde es hier brauchen? Und wer würde den ersten Schritt machen?
für eine solche Kooperation. Herzlichen Dank, Frau Meyer-Schitz. Ich übergebe an Mary David. Ich werde die Fragen kurz auf Englisch. Es wird alles übersetzt, ich werde es trotzdem auf Englisch anreißen. So, Mary, is there a program of inclusive education which is necessary to be able to have a project like this? This was a short part of the question. And the other one is, what are the necessary needs to be able, as an economy, as an country, to be able to implement such a program? So, yes, so our program in Trinity is quite innovative in that it's growing throughout the country. We are at this level of university program to have, you know, program to help people with intellectual disabilities to attend third level. So it is, the schools are becoming more inclusive as well. So we have more and more of our students are coming from mainstream schools. In the past, it would have been a lot of separate special schools and limited mainstream attendance. So what we're finding now is that there is more and more students attending mainstream schools with supports within the school and then coming through to us in third level. So the this what we're trying to do is change the attitude in universities and have this program rolled out in other universities throughout Ireland. And that is in progress at the moment. In relation to what is necessary for, you know, to have businesses implement programs like this, I suppose in Austria, was that the question? Yes, exactly. Yeah. So the key is, let's say, to link with a partner university or a partner program running something like this for you know, people with intellectual disabilities. Obviously, the business will not have the expertise in intellectual disability, but the partner will. So the business really just has to be willing to have mentors to support the individual person. The key to success is planning, advanced preparation. And all you need is a willingness to do it. The HR policies and all of that are the same for our young people as they are for all employees. So it is just to put in the supports and the structures in place. So to plan the role, as I said, to plan the role around the person and to support whatever tasks need to be achieved by the individual to make sure that there are supports in place to be, allow them to do the job to the best of their ability. Thank you very much for your insights. You will get a second question right now. Und die zweite Frage kommt von der Abgeordneten zum Nationalrat Fiona Fiedler von den NEOS. Vielen Dank. Danke für die Vorstellung dieses großartigen Programms. Meine Frage richtet sich an die Finanzierung. Wie wird dieses Programm finanziert in Irland? Wie schaut es aus? Was wird von der öffentlichen Hand finanziert? Und welche Leistungen müssten wir in Österreich mit dem öffentlichen Sektor finanzieren, damit es verwirklicht werden könnte? Danke sehr für die Frage. So, Mary, how does the financing look of such a program and what does need to be financed by the public with public funds? Yes, so we were very lucky. We had support from Trinity from the very beginning. So Trinity College would have provided us with about half of the funding. So the staff, the building, and day-to-day running costs. It is an expensive program to run. So we did need, and we continue to need, the partnership fee from our businesses. Typically, that is either 5,000 or 10,000 euro per year. So it's relatively small for these businesses. And it goes through, in our case, it goes through a charity body in Trinity. But the government now is starting to look at funding, core funding for our program and other programs. It's in process at the moment. I think the reason it has not been funded from the government before now is because there was very little expectation that these young people would progress to third level. So it wasn't, they weren't excluded on purpose. They just
weren't considered as that pathway for them. But that is something that is changing. So I think key government funding is absolutely essential. And the business money can support the extra pieces, like the graduate internship program is extra. So the businesses support that very much as well. So funding is very important. And governments should ideally look at core funding for that. Thank you very much for showing us how it works in Ireland, and thank you for your expertise on these topics, Mary David from the Trinity Center for People with Intellectual Disabilities. Thank you. Ja, das heißt, wir haben gesehen, dass eine Zusammenarbeit absolut notwendig ist, und wenn man die Expertise nutzt, die vorhanden ist durch Organisationen, die sich auskennen, dann können auch Unternehmen aus der Wirtschaft von den vielen Faktoren profitieren, die mitkommen, wenn man Menschen mit Behinderung ins eigene Unternehmen inkludiert. Wir wollen jetzt einen Blick nach Österreich machen, und zwar in die Steiermark, und kommen zur zweiten Initiative. Die nennt sich Neue Lern- und Bewegungswelten und zitiert oder versucht genau den einen Punkt erfolgreich zu schaffen, dass Jugendliche den Übergang in den Arbeitsmarkt erfolgreich hinbekommen, und das auf eine innovative, mobile, neue Art und Weise. Wir freuen uns, dass gleich die Vorstellung durch Erika Reisenecker, die Projektleitung dieses Projektes, und Michael Longino von der Chance B präsentiert wird. Zum Eingang möchten wir uns aber gemeinsam das Video der Präsentation anschauen und dann in die Vorstellung gehen. Was tun, wenn man vor der Frage steht? Was will ich werden? Was liegt mir? Für junge Menschen ist der Übergang in die Arbeitswelt eine Herausforderung. Für chancenbenachteiligte Jugendliche ist es noch komplexer. Unsere neue Lern- und Begegnungswelt hat als mobile Chance das Potenzial, den Biografien von benachteiligten Heranwachsenden eine positive Wendung zu geben. Das Projekt liefert einen originellen Lösungsansatz gegen den Fachkräftemangel im Handwerk. Und das spektakulär und kurios. Ein Container wird zu einem Werkraum umgebaut und mit einer flexiblen Werkstatt sowie einem Arbeits- und Kommunikationsbereich ausgestattet. Die Werkstatt ermöglicht den jungen Leuten, ihre Talente und Fähigkeiten zu erkunden. Dabei werden 25 unterschiedliche Berufe in Form von mobilen Werkboxen präsentiert, bei denen auch die Digitalisierung nicht zu kurz kommt. Mit Werkzeugen und Arbeitsmaterialien probieren die Jugendlichen praktisch und ohne Geschlechterstereotypen verschiedene Berufe aus. Die Küche dient als kommunikativer Treffpunkt, eine Lounge als Rückzugsort für persönliche Gespräche. Dabei garantiert ein Lift barrierefreien Zugang. Das Projekt ist eine soziotechnische Innovation, eine Neuerfindung der Berufsorientierung. Es dient als Lern- und Begegnungswelt für Jugendliche und stellt Kontakte zwischen den jungen Leuten und Betrieben her. Und als mobiler Werkraum geht der Trailer auf Reisen und sucht betroffene Jugendliche vor Ort auf. Wir fördern Technologie, Toleranz und Talente. Ein Kooperationsprojekt der LIDA-Region und Regionalentwicklungsagentur Oststeirisches Kernland und der Chance B-Gruppe. Herzlichen Dank für das Video. Wir werden auch das Projekt gleich präsentiert bekommen. Aber als einleitendes Statement oder als Anstoß möchte ich gleich eine Frage mitgeben den Projektpräsentatoren und Präsentatorinnen. Wir hätten uns sehr gefreut, Christian Rager von der FPÖ wäre sehr gern hier gewesen, ist aber verhindert, und auch seine kurzfristige Vertretung, nämlich Gerhard Daimek, ist kurzfristig erkrankt, das auch er kann nicht hier sein, aber sie haben uns eine Frage geschickt, die ich gleich einmal Michael Longino mitgeben möchte in die Präsentation des Projektes, nämlich vielleicht kannst du gleich darauf eingehen, lieber Michael, was ist denn der Wunsch an die öffentliche Hand oder die wichtigste Unterstützungsleistung, die für das, was ihr jetzt uns zeigen werdet, notwendig wäre? Wir haben es ja auch aus dem Projekt aus Irland schon gehört, dass die Unterstützung durch die öffentliche Hand, Hand in Hand mit der Wirtschaft, enorm wichtig ist. Jetzt freuen wir uns also auf Michael Longino von der Chance B und Erika Reisenegger, die Projektleitung der neuen Lern- und Bewegungswelt.
Ja, einen schönen Vormittag auch von meiner Seite. Es ist natürlich ein ganz besonderes Ambiente, da heute vor Ihnen sprechen zu dürfen, auch zu wissen, dass so viele Menschen international beigeschaltet sind. Natürlich auch eine große Aufregung für mich. Der Einstieg ist natürlich gleich einmal sehr konkreter. Was kann die öffentliche Hand tun, um diese Initiative, die wir in der Oststeiermark gestartet haben, und wie kann man da unterstützt werden? Ich denke mal, auf der einen Seite, es gibt schon sehr viele tolle Unterstützung. Die Chance B in der östlichen Steiermark ist verantwortlich, NEBA-Dienstleistungen anzubieten. NEBA ist das Netzwerk für berufliche Integration, und besonders am Übergang Schule-Beruf haben wir mit dem Jugendcoaching eine ganz besonders wichtige Dienstleistung, dass alle Jugendlichen, also heute sprechen wir ein bisschen von den bildungsbenachteiligten, chancenbenachteiligten Jugendlichen, das ist also ein Sammelbegriff, dass alle Jugendlichen einen guten Start ins Berufsleben haben können, und das ist sehr, sehr wichtig. Da ist das Bundesministerium für Soziales und weil Ausbildungspflicht bis 18 auch das Bundesministerium für Arbeit zuständig. Also ist mir einfach besonders wichtig, dass diese Kooperation auch in Zukunft weiterhin gut funktioniert und wir die passenden Angebote schaffen können für Jugendliche. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, wir sind da, weil wir eine Innovation gestaltet haben. Und Innovation braucht immer auch Luft zum Atmen, Flexibilität, Rahmenbedingungen, die man gestalten kann, damit sozusagen auch was Neues in die Welt kommen kann. Und ich denke, da sind alle dann gefordert, die Unternehmen, dass sie offen sind, dass sie sagen, wir wollen auch Jugendlichen eine Chance geben, wo wir wissen, wir müssen uns selber vielleicht ein Stück weit darauf einstellen und uns verändern. Die Schule braucht die Offenheit, auch sich zu öffnen und zu sagen, solche Innovationen, wie wir es jetzt auch technisch realisiert haben, die nehmen wir an, die nutzen wir. Und natürlich sind auch jetzt wir als soziale Dienstleister in der Region gefordert, mit unseren Dienstleistungen nicht im Kämmerchen zu verbleiben und zu sagen, die Jugendlichen müssen zu uns kommen, sondern wir müssen raus hin zu den Jugendlichen und mit den Jugendlichen gemeinsam diesen Weg auch gehen, damit dann der Arbeitsmarkt auch für alle offen steht und erfolgreich am Arbeitsmarkt auch seinen Platz finden kann. Ja, wäre schön. Aber ich glaube, Andreas, die Idee ist, dass ich jetzt gleich ein Stück weit ein bisschen weitermache. Ich habe nämlich eh schon jetzt mit dem Versuch des Beantwortens der Frage einiges schon gesagt. Gibt es die Präsentation? Ich sehe die nämlich nirgendwo, ich weiß nicht, ob sie schon läuft. Ah, da ist sie, danke. Ja, was wir versuchen, ist sozusagen hier in der Oststeiermark, dass wir für unsere jungen Menschen in der Region ein Angebot schaffen am Übergang Schule-Beruf, das möglichst, sage ich jetzt einmal, kurios, interessant gestaltet, dazu dient, dass auch Jugendliche, die bei uns in einer ländlichen Region, das muss man sich ein bisschen vorstellen, wo wir herkommen, also vor allem auch vielleicht unsere internationalen Gäste hier bei der Veranstaltung. Die Oststeiermark ist eine ländliche Region mit vielen Kleinst- und kleinsten Dörfern, kleinen Städten. Wenn ich vor internationalem Publikum sprich, ist immer so ein bisschen ein Schmunzeln, wenn ich sage, unsere Städte in der Oststeiermark haben rund 10.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Es ist oft im internationalen Vergleich doch mehr ein Dorf, aber bei uns gibt es noch viel kleinere ländliche Lebenseinheiten, und dort geht es darum, wann bin ich gern dort, wann bleibe ich auch dort in der Region. Wenn ich einen guten Arbeitsplatz habe, wenn ich eine Bildungseinrichtung, eine gute Bildungseinrichtung schnell erreichen kann, und wenn das soziale und kulturelle Angebot so ist, dass ich mich wohlfühle und dass ich gerne dort lebe. Und das alles braucht im ländlichen Raum die Fähigkeit, mobil zu sein, sich bewegen zu können. Und gerade das ist für junge Menschen am Übergang Schule-Beruf eine große Herausforderung. Wenn man dann auch noch, wenn es Jugendliche betrifft mit Behinderung, wenn man vielleicht von psychischen Erkrankungen betroffen ist oder schlichtweg einfach in Armut lebt, dann sind diese Mobilitätsherausforderungen noch viel größere.
So ist irgendwie diese Idee entstanden, wir schaffen einen Raum, wo wir sagen, nicht die Jugendlichen müssen zu uns in die nächstgrößere Stadt kommen, sondern wir kommen mit unserem Begegnungsraum, mit unserem Angebot zu den Jugendlichen in die entlegenen Dörfer, in die kleinen Städte und arbeiten dort vor Ort mit den Jugendlichen. Ja, und was ich schon im Eingangsstatement gesagt habe, wenn man sagt, der Übergang Schule-Beruf für alle Jugendlichen soll gut gelingen, dann braucht es eben das Zusammenwirken von vielen. Es braucht einerseits diesen Begegnungsraum, den wir schaffen, wo Vertrauen herrscht, wo junge Menschen mit professionellen Dienstleistungsanbietern gemeinsam an ihren beruflichen Perspektiven arbeiten können, aber es braucht auch die Unternehmen, die offen sind für Neues, die vielleicht aber auch davon profitieren, weil wenn ich vom ländlichen Raum spreche, dann reden wir von Arbeitskräftemangel, wir reden davon, dass besonders Fachkräfte im Handwerk fehlen, gebraucht werden und dass auch, sage ich jetzt einmal, der Dorfflucht begegnet werden kann, des Abwanderns aus den ländlichen Regionen, und da ist, glaube ich, auch großes vitales Interesse, und das spüren wir auch bei uns in der Region, der Unternehmen dort, zu sagen, wie können wir unsere Jugendliche, und zwar alle Jugendliche, gut in einen Job begleiten, dass sie in der Region bleiben und dort auch arbeiten. Die Schulen sind auch schon erwähnt worden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Berufsorientierung praxisorientiert wird, dass die Schulen sich öffnen und hinausgehen, mit den Unternehmen kooperieren. Das passiert bei uns auf wunderbare Art und Weise, und mit diesem Projekt wollen wir dafür aber auch einen Beitrag leisten. Übergang Schule-Beruf, viele von Ihnen, von euch werden sich noch daran erinnern, es ist eine große spannende Zeit, wenn man die Schule verlässt und das erste Mal berufliche Erfahrungen sammelt, an Unternehmen vorstellig wird, man weiß nicht, was man dort erwartet, und ich denke, da braucht es auch besonders für Kinder und Jugend, also für Jugendliche mit Behinderungen, für Jugendliche mit psychischen Erkrankungen, für Jugendliche, die in ihrem Leben einfach einiges bereits erlebt haben, zu diesem Zeitpunkt eine gute Unterstützung, eine vertrauensvolle Begleitung und ein Setting, was auch ansprechend ist, was interessant ist, was motiviert und was Sicherheit schafft. Und das ist etwas, was wir mit unserem Projekt voranbringen wollen, weil es tatsächlich dieser Moment raus aus der Schule in den neuen Lebensabschnitt ein Schlüsselerlebnis ist für junge Menschen. Und den muss man sorgsam beachten und gut einbegleiten, damit dieses Schlüsselerlebnis dann auch gelingt. Ja, das sind sozusagen auch diese Erlebnismöglichkeiten, die wir in dem Projekt gestaltet haben. Sieht man sozusagen diese Werkboxen, wo jede Box für sich einen Beruf repräsentiert. Sieht man auch ein paar bisschen den Detail. Für mich ist das aber auch schon der Zeitpunkt, wo ich gerne sagen würde, Erika, meine Kollegin von der Liebe der Arbeitsgemeinschaft, die Projektleiterin im Projekt, maßgeblich daran beteiligt, dass alles das Wirklichkeit geworden ist. Vielleicht bleibe ich dann ein Stück weit bei dir, dass wir dann auch gemeinsam noch Fragen beantworten können. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein besonderes Erlebnis, ein Projekt, das wir entwickelt haben und das jetzt auch bereit ist, den Rest von Österreich zu erobern, Ihnen heute vorstellen dürfen. Der Michael hat eingangs eh schon erwähnt, wir widmen uns der sensiblen Übergangsphase von der Schule in den Beruf. Und das Projekt ist dazu da, dass man die Berufswelt von der praktischen Seite kennenlernt. Also mit seinen eigenen Händen, mit Arbeitsmaterialien, mit Werkzeugen einen Beruf kennenlernt, es selbst auszuprobieren und dadurch Erfahrungen für diese Jugendlichen zu schaffen, was sie gut können.
Ich glaube, das geht jeden von uns so. Wenn wir Dinge selbst ausprobieren, dann haben wir auch die Momente, wo wir wissen, das können wir gut. Und das ist eben eine von den repräsentativen 25 mobilen Werkboxen, die in dem mobilen Container auch vorkommen werden. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die soziale und technische Innovation von dem Projekt eingehen. Und zwar, es ist eine Neuerfindung in der Berufsorientierung und der Fokus liegt in der praktischen Vorstellung von Lehrberufen, vor allem im digitalisierten Handwerk. Und wir werden durch diesen Container eine sehr tolle neue Lern- und Begegnungsmöglichkeit von chancenbenachteiligten Jugendlichen, die sich auf der einen Seite für das Handwerk interessieren und begeistern möchten, schaffen. Und auf der anderen Seite geben wir Unternehmer die Möglichkeit, auch potenzielle Lehrlinge kennenzulernen. Wir fördern Toleranz. Das Projekt ist der Inklusion gewidmet. Wir geben allen Jugendlichen die Chance, an dem Projekt teilzunehmen, egal welcher bildungstechnischer, welcher räumlicher oder welcher sozialer Hintergrund ist. Wir fördern Technologie, indem wir ein Makerspace anbieten, einen Raum, wo sich Jugendliche ausprobieren können. Und wir fördern Talente. Wie Michael eingangs schon erwähnt hat, wir wollen dadurch die Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich praktisch auszuprobieren, diesen Schlüsselmoment gemeinsam mit den Jugendlichen finden, dort, wo die Jugendlichen merken, das kann ich gut. Und dieser eine Moment, den wollen wir ermöglichen, da, wo die Jugendlichen merken und für sich herausfinden, das kann ich gut und das könnte für mich ein Weg in die berufliche Zukunft sein. Noch einen Einblick in die technische und soziale Innovation in das Projekt. Der mobile Werkraum wird insgesamt 3 Raumfunktionen beinhalten. Es ist ein Begegnungsraum, dort, wo sich potenzielle Arbeitgeber und Jugendliche treffen, Ideen austauschen, kreativ sein können. Es ist ein Makerspace und eine Werkstatt, wo man Materialien, Werkzeuge, digitalisierte Instrumente in die Hand nimmt und ausprobiert und Werkstücke erschafft. Und es ist ein flexibler Raum. Es ist eine Bühne, und es ist ein Arbeitsraum, um diversen Interessen nachzugehen. Hier habe ich Ihnen dann noch das ist jetzt noch ein kurzer Einblick, der auch beim Video zu sehen war, wie der Werkraum dann aussehen wird, der jetzt in der Bauphase ist. Und das Tolle ist, er ist flexibel und multifunktional. Das heißt, wir können den mobilen Werkraum auch umbauen und jederzeit für andere Bildungsevents und Berufsorientierungsevents anbieten. Und als Ergänzung noch die soziale Innovation. Das gesamte Berufsorientierungsangebot richtet sich nach 3 Phasen. Wir werden mit dem mobilen Container Jugendliche aufsuchen und gemeinsam mit den Jugendlichen arbeiten. Und das ist auch einer der USPs des Projekts, dass wir zu den Jugendlichen kommen. Das ist vor allem für Jugendliche interessant, die aufgrund der eingeschränkten Mobilität keinen so leichten Zugang zu Bildungsangeboten haben. Dann werden wir gemeinsam mit den Jugendlichen arbeiten, im Container und mit ihnen gemeinsam die Talente erforschen. Und wir werden sie anschließend zu Betrieben vermitteln, Praktikumsplätze oder Lehrbetriebe anbieten. Die Corona-Krise, Corona hat uns gezeigt, dass die Begleitung von chancenbenachteiligten Jugendlichen jetzt gerade umso wichtiger ist. Und wir freuen uns, dass wir jetzt mit dem Projekt auch für einen europäischen Preis, für eine Auszeichnung nominiert sind, für den Rural Inspiration Award. Und wir freuen uns schon, wenn Sie im März für uns stimmen werden.
Lieber sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, liebe Gäste, Sie sehen an diesem Projektbeispiel die Wirkungskraft von LIDA-Regionen in ländlichen Regionen. Bitte unterstützen Sie uns daher in der aktuellen Phase in der Programmierung der EU-Fonds und des Sozialfonds in Österreich. Wir als LIDA-Regionen benötigen genau für die Förderung solcher sozialen Innovationen eine ausreichende finanzielle Dotierung. Vielen Dank. Im Namen der Jugendlichen. So, ich übernehme nur ganz kurz das Pult, um den weiteren Ablauf der Fragerunde auch zu präsentieren und zu erklären. Herzlichen Dank für die Einblicke in das Projekt, um zu zeigen, dass auch aus Österreich heraus innovative Projekte, vor allem in der ländlichen Region, für benachteiligte Jugendliche einen Einfluss haben können, wenn die notwendigen Unterstützungen da sind und die Rahmenbedingungen passen und stimmen. Und auch hier wollen wir jetzt den Austausch fördern und anregen zwischen den verantwortlichen Personen, die Entscheidungen treffen, die für solche Projekte wichtig sind, und auch den Menschen natürlich, die zuhören und vielleicht jetzt sich Notizen machen und Dinge mitnehmen können, die für die weitere Arbeit in den jeweiligen Bereichen wichtig sind. Als erste Fragestellerin freuen wir uns auf die Abgeordnete der ÖVP zum Nationalrat, Kira Grünberg, und ich werde dann das Pult hier freimachen, und die zweite Frage kommt dann von mir als Vertretung für eine weitere Politikerin. Aber zuerst einmal die erste Frage, dann mache ich das Pult frei. Wir werden uns auf die Frage eingehen können. Wir werden auf die Frage eingehen können, und dann komme ich wieder hierher. Gut. Kira Grünberg. Ja, Gratulation zu der tollen Projektidee und auch zu der Vorstellung. Ich glaube, wir haben heute schon gehört, dass Menschen mit Behinderung in vielen Bereichen leider noch benachteiligt sind. Und jetzt wollte ich fragen, was Ihr Projekt macht, um Chancenbenachteiligung zu reduzieren und auszugleichen. Und was mich auch noch praktisch interessieren würde, ist, der mobile Wagen fährt ja dann in verschiedene Standorten. Und wie lange ist der dann vor Ort, oder wie viele Jugendlichen sollen dann da die verschiedenen Jobs testen oder die verschiedenen Berufe testen? Und ja, wie schaut es dann praktisch aus? Also sind die dann am Nachmittag da oder einen ganzen Tag oder vielleicht auch mehrere Tage? Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Was macht das Projekt, um Chancenbenachteiligung zu reduzieren? Das erste und einer der wichtigsten Gründe ist die Mobilität. Der Container erreicht, wie ich eh schon auch erwähnt habe, Jugendliche, die aufgrund Mobilitätseinschränkungen oder Mobilitätsbenachteiligung einen erschwerten Zugang zu solchen Bildungsprojekten haben. Und ein wichtiger Fokus im Projekt, um Chancenbenachteiligung zu reduzieren, ist der Faktor der Prävention. Das heißt, wir werden mit dem Projekt bereits in den Schulen, in den Mittelschulen, in anderen Schulen aktiv sein, um bevor diese Stigmatisierung, bevor diese Chancenbenachteiligung in Kraft tritt, die Jugendlichen in dieser Phase bereits zu begleiten. Und das sind die 12- bis 13-Jährigen, oder? Genau, richtig. Und das ist auch ein Wunsch von uns an Sie, beziehungsweise an die Gäste hier, dass wir die Möglichkeit haben, sehr früh, noch früher als jetzt, mit der Berufsorientierung in den Schulen zu beginnen. Weil nämlich, sie werden bei uns die ersten Berufserfahrungen machen, sie werden die ersten Kontakte knüpfen und für sich herausfinden, was sie gut können. Aber der nächste Schritt ist dann, in den Betrieb zu gehen. Und je früher die Kinder die Möglichkeit haben, außerhalb eines Schulpraktikums oder Ferialpraktikums in Betrieb zu arbeiten, desto mehr Möglichkeiten haben sie, Erfahrungen zu machen, die ihnen helfen werden, dann wirklich die richtige Berufs- und Bildungsentscheidung für sie zu treffen. Und auf die zweite Frage, wir werden mit dem Container eben, es ist ein aufsuchendes Angebot für diese Jugendlichen, wir werden zu Jugendzentren, zu Schulen, zu Gemeindezentren, also dort, wo wir wissen, in Kooperation mit der Chance B, dass die Jugendlichen dort sind,
den Container aufbauen sozusagen. Der wird dann circa 2 Wochen dort sein. Und dort arbeiten wir intensiv in einem qualitativen Gruppensetting gemeinsam mit den Jugendlichen auf jeden Fall einen Tag. Und das Wichtigste ist uns wirklich die individuelle Begleitung. Es soll kein Durchschleusen sein von möglichst vielen Jugendlichen, sondern es soll ein quantitatives Projekt sein, wo man wirklich die Jugendlichen dabei begleiten kann, ihre Talente dann auch zu fördern und zu entdecken und diesen einen Schlüsselmoment zu fördern. Herzlichen Dank, Kira Grünberg, für die Frage. Ich werde jetzt meine Frage vom Platz gleich stellen, damit also auch alle, die zuschauen und mich jetzt nicht sehen und nur hören, ich sitze jetzt also im Plenum und gebe eine Frage weiter von der Frau Abgeordneten Heike Grebien von den Grünen. Auch sie ist leider kurzfristig erkrankt, hat uns aber die Frage geschickt. Sie haben es jetzt schon oft angesprochen, eben die Regionalität, die schwierigen Mobilitätsverhältnisse. Jetzt ist Österreich prinzipiell besteht ja nicht nur aus großen Städten, sondern viele ländliche Regionen, so wie Teile der Steiermark, wo ich mir vorstellen kann, dass die Probleme ähnlich sind. Gibt es Möglichkeiten, so ein Konzept auch umzulegen auf ganz Österreich oder müsste man sich auf bestimmte Regionalitäten auch anpassen, auf bestimmte vielleicht in der Tiroler Gegend Touristik-Werkräume umkonzipieren? Gibt es da vielleicht Ideen und Konzepte, um das auch national auszurollen? Jetzt darf ich nochmal antworten. ja, also ich denke, was wir gemacht haben in den letzten Jahren ist, wir haben in der Region, dort in der Oststeiermark, wo wir zu Hause sind, wo wir arbeiten, Kooperationen aufgebaut. Und wir haben genau hingeschaut, haben alle an einen Tisch gebracht, haben mit Pädagoginnen gesprochen, mit Unternehmern aus der Region, mit eben den Leader-Regionsmanagern, ganz ein wichtiges Tool, um einfach Innovation bottom-up voranzubringen und haben dann sozusagen das aus der Region heraus entwickelt. Und ich denke, man kann die Dinge nicht eins zu eins kopieren und an einem anderen Ort gleich umzusetzen. Ich denke, es braucht diesen regionalen Austausch. Wir sind offen und freuen uns, auch einen Beitrag zu leisten, wenn andere Regionen so einen Weg gehen möchten. Wir haben ja auch unsere Projekte entwickeln können, weil wir von der öffentlichen Hand unterstützt worden sind, vor allem eben auch von EU-Geldern getragen worden sind. Da ist es unser Auftrag, unser Know-how und das, was wir jetzt erfahren haben, auch zu teilen und anderen Regionen zugänglich zu machen. Das Plädoyer ist allerdings für diese Entwicklungen wirklich aus der Region heraus mit guter Begleitung, mit Unterstützung vielleicht der Leader Manager etwas zu entwickeln, das zur Region passt und wo die handelnden Akteure in der Region zusammenarbeiten können. Herzlichen Dank. Auch für das zweite Projekt wollen wir natürlich alle Anwesenden noch dem Projekt einen Applaus mitgeben auf dem Weg. Herzlichen Dank für die Präsentation. Und Sie natürlich daheim auch. Vielen, vielen Dank. Wir sehen also, dass auch in Österreich Konzepte entwickelt werden, von denen benachteiligte Jugendliche profitieren können. Und ich glaube, wenn man Frameworks, also Rahmenbedingungen erschafft, die dann auch auf Gesamtösterreich anpassbar sind, wäre das etwas, womit wir genau in diesem schwierigen Sprung zwischen Ausbildung und Berufseinstieg auch einen großen Einfluss haben könnten. Wir wollen aber jetzt noch einmal einen Sprung in die Internationalität machen. Und zwar haben wir ein Projekt aus Kanada für Sie vorbereitet. Auch ein Projekt, das gerade in diesen Zeiten der Digitalisierung enorm an Wichtigkeit gewinnt, wenn es darum geht, dass eben nicht nur bauliche Barrierefreiheit wichtig ist, sondern auch digitale Barrierefreiheit. Und wir wollen jetzt eine Plattform vorstellen, die genau diese Barrierefreiheit überprüft, und zwar durch Menschen mit Behinderung selbst, also von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung. Und als schöner Nebeneffekt, denn von Barrierefreiheit und Zugänglichkeit im Netz und digital profitieren auch Menschen ohne Behinderung. Denn wenn alles einfacher zugänglich
ist, leichter verständlich ist, dann ist es etwas, wovon wir als Gesellschaft gesamtheitlich profitieren können. Wir haben als Präsentator für dieses Projekt den CEO von Fable Tech Lab aus Kanada für Sie eingeladen. Er ist zugeschaltet, er wird sich auch gleich einwählen und sozusagen das Projekt vorstellen, aber jetzt wollen wir gemeinsam das Vorstellungsvideo anschauen. What is Fable about? With Fable, companies can collaborate with people with disabilities, actually work together so that they can consider the full spectrum of people as they build digital products. For people with disabilities, Fable is flexible employment. For companies, Fable is on-demand access to experts. It's a true and trusted process to build better products. How does Fable work? Digital teams use Fable as part of the process of building apps and websites. Accessibility is not a project. We help companies build an inclusive habit. Through a subscription, companies can embed the voices of people with disabilities in their processes and on a regular basis. We've raised capital from forward-thinking investors who see the need for an inclusive digital world. What is unique and innovative about Fable? When it comes to working on digital accessibility, companies are often deciding between automated tools or traditional consulting services. Unfortunately, there are limitations with each of these options. What if digital teams could connect with the right user at the right time and on demand? That's what we're doing at Fable. And the reason we're doing this, to make inclusive design efficient. What is next for Fable? Inclusive design recognizes the uniqueness of every individual. And we need to address the fact that there is no such thing as an average user experience. To get there, we need to involve people with disabilities directly in the process of creating products and services. Fable believes that people with disabilities should be able to fully participate, produce, and contribute in the digital world, not just test it. How did this solution help you? My name is Kai, I'm 24, and I currently study kinesiology at York University. I'm also very much a tech enthusiast. I found Fable where it emphasized community, and I hope to be doing some good things for the assistive tech industry, whether it's contributing by teaching or doing usability testing and getting to know other people who express similar interests. Das Video, also herzlichen Dank, dass wir die Videopräsentation sehen konnten. Und jetzt freue ich mich, Abid Virani zu begrüßen, CEO von Fable Tech Lab. Hello, Mr. Virani, can you hear us? I can, thank you. And we are happy we can hear you. So thank you for being with us today. We are looking forward to your presentation. Thank you. Today, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to share with you the work that we are doing in Canada at Fable. Next slide, please. The problem that Fable endeavors to address is the overwhelming digital divide between those who are able-bodied and those who live with a disability. For many businesses, the last decade has been filled with challenges associated with going digital or establishing an online presence. And today, those same businesses are struggling with a new challenge, which is to ensure that all people, regardless of age or ability, can access that same online presence. And it's proving to be complex.
digital accessibility is complex. And for many businesses, it's looked upon with fear as opposed to as an opportunity. And yet 1 billion people cannot use the full potential of the digital world. And at Fable, we believe that's to say 1 billion people cannot fully participate in our schools, in our workplaces, in our community, and in our society. Next slide, please. One of the reasons we are so passionate about this problem is because it is truly global in nature, where people with disabilities across the globe are one of the most underemployed groups. The traditional workplace, a 9-to-5 job, full-time in an office location, using digital tools that have been built for that singular business, and environments, physical environments, which are often also filled with barriers for people with disabilities. Employing people with disabilities can, for many businesses, prove to be challenging. And we believe that it's essential that we address this challenge by addressing the most essential tools used in work, which are digital. Next slide, please. One of the ways that Fable changes the narrative on the conversation when it comes to digital accessibility is by recognizing that people with disabilities have unique skills that every organization needs, that people with disabilities are uniquely qualified to be involved in digital processes and can help companies shift the mentality of complying with a legal requirement towards building products that every single person can use. Next slide, please. At Fable, we built Fable Crowd Testing, a place where businesses could easily, quickly connect with users with disabilities to test products, where they could schedule recurring tests and receive reports that consider the actual human behind the experiences that they're building. We want people with disabilities to be involved in the entire process of building the digital world that we all share. And for that reason, we've made it possible to engage users early in the development cycle and to give feedback on prototypes, on designs. All of these things together result in a more inclusive process to the design and development process. And ultimately, at Fable, we want this to be available to everyone and every business and every organization. Next slide, please. For actual people with disabilities, this is a unique experience as well. Every single person who is a member of the Fable community is paid a fair compensation, a competitive compensation, one that acknowledges the skill set that they bring to the table and the value that it offers. But the entire experience of working with Fable has been designed around the notions that every individual's work environment needs to be adapted to them. It has to be flexible. Working with Fable allows a user who wants to participate in testing to engage as much or as little as they would like to. They also have to understand the impact that they're having on the organizations and the businesses that they're working with and take ownership in the success of the work. Next slide, please. Underpinning Fable is a philosophy that the digital world cannot fall into the same traps that we fell into when building and constructing the physical world. It is not good enough to simply add a ramp to a building that was designed without any consideration to a person who is in a wheelchair. Similarly, it is not good enough to fix and remediate a digital experience after it has been built so that it can also be accessed by people with disabilities. Accessibility is about people with disabilities being able to fully participate in the digital world, not only
able to access, but able to produce, contribute, and consume. And at Fable, we're making that possible for businesses across the world, organizations across the world. And we're taking a step in the direction that allows for more meaningful workplace engagement for people with disabilities, an experience that adapts to their needs and allows a meaningful contribution throughout one of the most important industries that we have today. Next slide. It's a great honor to have the opportunity to share the work that Fable is doing in Canada with you today. And at this time, I'd be happy to take any questions. Thank you, Mr. Virani. It's a perfect example how transformation in software development and the digitalization has made possibilities for people with disabilities to use their unique skill sets. Thank you very much for presenting this. We're coming right back to you with some questions. I will just explain the process in German. Wir freuen uns also, dass wir jetzt diese Expertise gesehen haben, wie Software funktionieren kann und wie Menschen mit Behinderung im Entwicklungsprozess von Software eingesetzt werden können, damit sie ihre Talente, ihre einzigartigen Fähigkeiten, die Qualifikationen, die sie haben, Anbietern zur Verfügung stellen, damit diese dann neue Märkte erreichen können. Und auch hier freuen wir uns auf eine Fragerunde. Und die erste Frage kommt von der Abgeordneten zum Nationalrat Verena Nussbaumer. Sie ist zugeschaltet. Frau Nussbaumer, hören Sie uns? Ja. Dann freuen wir uns sehr auf Ihre Frage an Mr. Virani. Ja, danke, Herr Virani, für diese interessante Präsentation und für die Vorstellung von Fable. Mich würde es jetzt noch interessieren, welche Unterstützung oder Entwicklungen benötigen Sie denn noch, um Fable auch nach Österreich bzw. in den deutschsprachigen Raum zu bringen? Und welche Art von Organisation sind Sie der Meinung, sollte hier am stärksten unterstützen, also NGOs oder öffentliche Verwaltung? Danke, Frau Nussbaumer. Mr. Virani, I will sum up the question in short. So what is needed to be able to come to the German-speaking market, to scale up to the German market, to Austria? And is the support needed by the public hand, by the official organizations, or more from the NGO side? What is needed for this scaling up to the German market? Thank you for the question. To reach a German market or to reach any international market requires the partnership with nonprofit organizations to facilitate the growing and the upskilling of a community who can participate and support local businesses and organizations. The most essential aspect of that is making sure that people with disabilities in the environment have access to the assistive technology that empowers them to use the web without unencumbrance towards training and opportunity to develop that skill set. An environment that facilitates supports and subsidies to access assistive technology will be one that can leverage an organization like Fable and to build a more inclusive digital environment altogether. So we need to lower the entry barriers for people with disabilities to use the software. Thank you for the answer. The second question will come right next to the first. Die zweite Frage kommt vom Geschäftsführer von Videbis Österreich, einem Unternehmen, das sich auch sehr stark in der technologischen Entwicklung von Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen einsetzt und auch da schon Innovationen am Markt hat. Und der Geschäftsführer Christian Zehert-Gruber ist bei uns und auch er hat gespannt gelauscht und hat eine Frage vorbereitet. Ja, erstens einmal Gratulation für dieses tolle Projekt. Ich nutze selbst seit 30 Jahren Assistive Technology und kenne die ganzen Herausforderungen zu gut. Würde mich natürlich auch freuen, wenn das einmal nach Österreich kommt. In Österreich gibt es zwar schon ein Zertifikat des WACA, aber es ist sicher hier noch Luft nach oben.
Jetzt zu meinen Fragen. Die erste Frage ist, inwieweit ist in Kanada der öffentliche Sektor schon Auftraggeber? Und inwieweit oder wie viel, wenn man es in Prozent ausdrücken würde, wie barrierefrei sind Homepages und Apps im öffentlichen Bereich in Kanada? Beziehungsweise auch, welchen Impact hat das für die behinderten Menschen, ihr Projekt? Danke, Herr C. Herr Gruber. So, Mr. Virani, how involved is the public sector in Canada with your solution and with making the web accessible? And is there maybe a percentage of how much of the public information and websites are accessible? And is there measurable impact that those measures have on people with disabilities in your region? Thank you for the question. The Canadian government has been a support for Fable in multiple ways. There are various aspects of startup programs that we have been able to access and grow because of as a small business that's focused on a social relevant problem. In regards to a percentage of public-facing products that have addressed accessibility effectively, that measure, I do not know. But what I do know is that the policy of requiring the engagement of people with disabilities has created a culture, whether in the nonprofit, public, or private sectors, that is prioritizing the importance of an online environment and an online society that is inclusive of people with disabilities. I believe that one of the most fundamental moments that we have seen this prove itself to be true is in regards to how the current pandemic crisis has required information to be accessible to a wide, broad range of individuals, including those with limited access to internet, including those with those for people with disabilities, as well as for seniors and those who maybe are less comfortable with accessing information online. And these fundamental policies of engaging users that are becoming increasingly strong, that the federal government is leading, is a real asset in Canada, in part why innovation in this field has been possible here. Thank you for your answer. I would have a question as well. We're seeing developments in artificial intelligence. So we're seeing that the more people with disabilities use the web, the more data we have on usage, we can analyze more. What impact do you have? Do you think artificial intelligence has on accessibility on the web, on people with disabilities and their consumption of digital technologies? Thank you. I think in the short term, we should be wary and somewhat skeptical about the prospect of artificial intelligence solving problems related to digital accessibility and accessibility more broadly. Can a user trust and depend on an artificial intelligence based with a limited toolset and a limited data set? And a data set is not just complete if it is proportional, because a proportional data set still will outweigh the importance of those at the center, those that are populous, and naturally reduce outliers and the importance of them. We need to rethink how we approach machine learning and artificial intelligence before we can trust it in realms of accessibility. And I think the best way to do that is to include people with disabilities in the process of stress testing the recommendations, the analysis, the output of artificial intelligence. I would go one step further to say that a mature society will engage people with disabilities in the process of building artificial intelligence. And to do that requires us to make the very tools we use to analyze and build AI available and accessible to everyone. Thank you very much.
Again, it shows that people with disabilities need to be included in the developments so that they are not biased against in those technological advancement. Thank you very much, Abid Virani. Thank you for joining us in Canada. You'll have a round of applause from Austria as well. Ja, das war also die dritte Innovation, das dritte Projekt, das wir Ihnen vorgestellt haben. Zwei internationale Projekte und ein nationales Projekt. Und alle haben gezeigt, dass wenn man sich den Herausforderungen stellt und anschaut, was es denn für Probleme gibt, die wir bewältigen müssen in der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt, dass man sehr wohl Lösungen finden kann. Lösungen, die zum Beispiel die Mobilitätseinschränkungen auflösen oder die Probleme, die es gibt in der Findung von Talenten, sie als Fachkräfte auszubilden, aber auch Technologie, die es ermöglicht, dass Menschen vielleicht Berufe machen, an die sie gar nicht gedacht haben. Die Technologien, die es schaffen, dass man Menschen genau dort einsetzt, wo sie ihre spezifischen Qualifikationen und Fähigkeiten haben und wie wir jetzt im letzten Beispiel gesehen haben, zum Beispiel als Software-Tester für die jeweilige Behinderung, für die man Experte ist. Wenn ich also zum Beispiel als einarmiger Mensch Dinge austesten müsste, ob das einarmig funktioniert, das wäre ein perfekter Job für mich. Und wir sehen also, dass Technologien genau das ermöglichen kann für Behinderungsgruppen, die sonst am Arbeitsmarkt es schwierig gehabt hätten. Was wir damit zeigen wollten, ist, es ist möglich, es ist machbar und hier einen Anstoß geben, eine Inspiration, so wie Martin Essel in seiner Keynote auch gesagt hat, dass wir in Österreich Dinge umsetzen, die international schon funktionieren und schon zeigen, wie es funktionieren kann. Wir nähern uns jetzt einer Abschlussrunde. Wir haben Ihnen ja schon Personen gezeigt und sie eingebunden, die heute beteiligt waren, die natürlich sehr aufmerksam mitgehört haben, ob aus Politik, ob aus Vertretungen von Menschen mit Behinderung. Wir wollen jetzt den meisten oder jedem, die noch mit uns sind, die Möglichkeit geben, zu einem Eindruck, einem Abschlussstatement, um zu zeigen, was vielleicht ein Umdenken bewirkt hat, was vielleicht eine Art und Weise, einen Perspektivenwechsel angestoßen hat im Hinblick auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Und da würde ich mich jetzt freuen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal die Runde, so wie wir hier sitzen, gleich weiter. Frau Fiedler, wir freuen uns auf Ihr Abschlussstatement von Ihrer Seite, was Sie beeindruckt hat heute, was Sie gelernt haben, was Sie mitgenommen haben. Danke vielmals. Ja, ich muss sagen, ich bin zum zweiten Mal hier. Es ist wieder einmal irrsinnig beeindruckend, was es für Initiativen, für Programme gibt, um Menschen mit Behinderung erstens Bildung zukommen zu lassen, gleichwertige und auch sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ich werde mir einige Dinge wieder mitnehmen in meine Arbeit und ja, freue mich auf weitere Projekte, weitere gute Zusammenarbeit. Danke vielmals. Danke, Frau Fiedler. Wir wechseln die Seite und kommen zu Kira Grünberg. Frau Grünberg, auch auf Ihr Statement freuen wir uns. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken für die ganzen Initiativen. Es gibt noch viele, mehrere hunderte, tausend Initiativen, die bestimmt auch im Buch nachgelesen werden können. Auf das freue ich mich auch schon. Ich glaube, was in allen Initiativen eigentlich hervorgehoben worden ist, dass jeder Mensch Fähigkeit hat. Jeder Mensch mit Behinderung hat unterschiedliche Fähigkeiten. Zum Beispiel, also es gibt unzählige Beispiele, die wir auch schon in Österreich auch haben, mit eben der Brustkrebsfrüherkennung von blinden Frauen, die einfach da viel einen besseren Tastsinn haben als wir normale Menschen, sag ich mal, die was eben keinen Verlust der Sehfähigkeit haben oder auch Personen, die verschiedene Autismuserkrankungen, verschiedene Autismus-Spektrum-Erkrankungen haben, können sich viel besser auf verschiedene Dinge konzentrieren, wie wir es vielleicht können. Also ich glaube, jeder Mensch hat seine speziellen Fähigkeiten, nur diese müssen wir erkennen und auch fördern. Also ich glaube, das ist das, auf das wir uns auf jeden Fall konzentrieren müssen, zuerst diese Fähigkeiten zu erkennen und diese dann zu unterstützen und dann eben auch einen Job zu finden, wo man diese Fähigkeiten ausleben kann. Ich glaube, jeder von uns, zum Beispiel, wenn man ein kommunikativer Typ von Mensch ist, wird man sich einen Beruf suchen, wo man genau diese Fähigkeiten benötigt. Und das müssen wir eben auch für Menschen mit Behinderung schaffen. Dankeschön.
Danke, Kira Grünberg. Das habe ich aus dem ersten Projekt mitgenommen. Sollte es mit dem Schwimmen und mit dem Moderieren nichts werden, könnte ich Rezeptionist werden. Outgoing und viel redend, das wäre etwas, was passen würde. Also danke auch für die Zusammenfassung. Frau Nussbaumer, sind Sie noch mit uns zugeschaltet live? Ja. Dann freuen wir uns natürlich auch über Ihren Eindruck und die Dinge, die Sie heute mitgenommen haben und gelernt haben. Ja, ich freue mich besonders, dass ich zu diesem Fab Lab Fragen stellen habe dürfen, denn gerade die Barrierefreiheit ist mir ein besonderes Anliegen und man sieht, wie wichtig es ist, dass Betroffene eingebunden werden in die Projekte und dadurch natürlich auch Arbeitsplätze geschaffen werden können, hochwertige Arbeitsplätze. Und was mich schon sehr motiviert ist, und ich hoffe, dass auch genug öffentliche Stellen vielleicht gerade dieses Projekt auch aufnehmen wollen und in Österreich umzusetzen, weil wir noch immer die Barrierefreiheit, vor allem im digitalen Bereich, hinkt, glaube ich, Österreich extrem hinterher. Ich möchte nur zu denken geben bei den Covid-Impfanmeldungen, dass diese Homepages auch nicht barrierefrei gestaltet wurden. Also es gibt kaum Videos, offizielle, die untertitelt werden, geschweige denn, dass Gebärdendolmetsch auch zum Zug kommen. Und ich glaube, da haben wir in Österreich sehr viel noch vor uns und zum Umsetzen. Und ich freue mich, dass wir durch dieses kanadische Projekt jetzt vielleicht doch den Anstoß bekommen haben, dass es auch in Österreich bald rasch in diesem Bereich weitergeht. Danke. Herzlichen Dank, Frau Nussbaumer. Und Sie sagen es, es ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Zugänglichkeit der Informationen, vor allem dann, wenn es Information ist, die relevant ist für die Gesellschaft, wie zum Beispiel Gesundheitsinformation, dass die für alle Menschen in Österreich, auch diejenigen mit Behinderungen, mit den verschiedensten Behinderungen, verständlich kommuniziert wird. Das war es also von Seiten der Politikerinnen und der Politiker. Wie gesagt, wir haben leider einige kurzfristige Entschuldigungen von Verantwortlichen in der Politik mit dieser Thematik, die gerne dabei gewesen wären. Aber sie haben ihre Fragen im Laufe der Veranstaltung uns schon geschickt, also auch da teilhaben können. Jetzt freuen wir uns auf das Statement von Seiten der Interessensvertretungen. Christina Meierschitz vom Behindertenrat. Ich glaube, für die tägliche Arbeit des Behindertenrates war sehr viel dabei, was auch aufzeigt, wo wir uns noch verbessern müssen, oder? Frau Meierschitz, wir hören Sie nicht. Wir würden Sie bitten, dass Sie Ihr Mikro anschalten. Wir hören Sie leider immer noch nicht. Vielleicht stecken Sie das Mikro kurz aus und dann wieder ein. Dann sollte es vielleicht funktionieren. Leider immer noch nicht. Wir gehen weiter und versuchen es dann gleich wieder mit Ihnen und bleiben jetzt im Saal. Gunther Reimoser von EY Österreich. Was haben Sie heute alles mitgenommen? Ja, ich war zum ersten Mal da. Es ist beeindruckend. Ich habe auch ein bisschen in dem tollen Buch geblättert und habe gesehen, wie viele Projekte es gibt, die auch für die Wirtschaft relevant sind. Einerseits, wo sie in der Umsetzung eine Rolle spielt, auf der anderen Seite, wo das eine Win-Win-Situation ist, was ja immer das Beste ist. Und ich habe mir auch eins mitgenommen, unabhängig von dem EY-Projekt in Irland, was sehr spannend ist, dass man diese Barrierefreiheit, die wir jetzt ein bisschen stärker gewonnen haben durch die Corona-Digitalisierungsmaßnahmen, dass man die auch im Kontext unseres Unternehmens evaluiert, weil wir haben das vor 3 Jahren schon mal gemacht, was für Möglichkeiten es gibt, aber da waren die Voraussetzungen ganz andere und das werde ich mir gleich in mein Agenda-Büchlein schreiben, also virtuelles. Und das ist schon mal etwas ganz Wichtiges. Und dann kann ich nur nochmal vielen Dank für die Einladung sagen, weil es wirklich beeindruckend ist. Und es ist, liegt in der Verantwortung der Wirtschaft, da auch einen Beitrag zu leisten. Herzlichen Dank. Und vor allem profitiert die Wirtschaft dann auch. Und das ist ja das Schöne. Wir gewinnen alle, wenn wir uns diesem Thema widmen. Vielen, vielen Dank für die zukünftige Unterstützung auch und die Umsetzung der Projekte an EY Österreich und Gunther Reimoser. Weiters freuen wir uns auf ein Statement von Franz Josef Hueinig. Er ist im Humanitarian Broadcasting im ORF und ehemaliger Abgeordneter zum Nationalrat und hat sich auch
aus eigener Erfahrung lange und intensiv mit dieser Thematik beschäftigt und war letztes Jahr live hier vor Ort zu sehen und heute ist er zugeschalten. Lieber Franz Josef, hörst du uns? Lieber Franz Josef, dein Mikrofon ist ausgeschaltet, da wird mir gerade von der Technik gesagt. Auch hier versuchen wir es ganz kurz, ob das funktioniert mit dem Mikro einschalten. Wenn nicht, schalten wir schnell weiter und kommen dann wieder zurück. Ein kleiner Versuch noch. Gut, funktioniert noch nicht, aber wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das nachher nochmal zu probieren. Wir freuen uns auch, dass die Geschäftsführerin der WAG Assistenzgenossenschaft uns begleitet hat am heutigen Vormittag und auch sie würde ich um ihr Abschlussstatement bitten, Jasna Puskaric. Ja, einen schönen Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Jawohl. Gratulation den vorgestellten Projekten. Ich arbeite in der WAG Assistenzgenossenschaft und wir organisieren persönliche Assistenz für Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen. Das ist eine individuelle Hilfe für alle Lebensbereiche. Sie sind mich zugeschaltet aus meinem Arbeitsplatz im Homeoffice. Das ist für mich nur dadurch möglich, dass ich eben mit persönlicher Assistenz lebe und arbeite. Und für mich ist Arbeit, so wie für viele andere Menschen mit Behinderungen, ganz wichtig, um eben gleichgestellte Möglichkeiten zu haben. Und was wir heute deutlich gesehen haben, ist, dass behinderte Menschen einfach eine Chance brauchen, um zu zeigen, was in ihnen steckt. Diverse Projekte haben uns gezeigt, wie die Talente von behinderten Menschen gewinnbringend eingesetzt werden können. Manchmal braucht es dafür diverse Unterstützungsleistungen, um am ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein. Da kommen Stichworte wie Barrierefreiheit, technische Hilfsmittel oder eben auch persönliche Assistenz. Auf jeden Fall braucht es aber auch das Mitwirken von Wirtschaft und Politik. Und das ist mein Appell heute. Danke Ihnen. Herzlichen Dank, Frau Puskaric. Den Appell nehmen wir natürlich gerne an und geben ihn auch gerne weiter. Abschließend hier im Saal noch Christian Zehert-Gruber. Er hat vorher die Frage an das Projekt aus Kanada gestellt und jetzt freuen wir uns auf seine Eindrücke vom heutigen Vormittag. Also mich freut es einmal besonders, dass das Thema Accessibility im Parlament vorgestellt wurde, weil es eine große Öffentlichkeit dadurch bekommt. Und ich sehe im Alltag, wir statten eben sehr viele Arbeitsplätze im Blinden- und Sehbehindertenbereich aus und kommen natürlich immer wieder mit unseren Hilfsmitteln an Grenzen, dass halt einfach Anwendungen, Apps, Homepages nicht barrierefrei sind. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und das Zweite, was ich eben auch hier nützen möchte, ist, dass ich darauf hinweise, wie wichtig Arbeit auch für mich ist. Also bei uns im Unternehmen sind 9 blinde und sehbehinderte Mitarbeiterinnen angestellt, die wirklich von CEO bis Verkaufsleiter, also wirklich auch an Schlüsselstellen in unseren Unternehmen. Und ja, ich würde eine Bitte auch äußern, dass man die Fördersituation von Hilfsmitteln am Arbeitsmarkt noch einmal überdenkt und erneuert. Und da würde ich sehr gerne als Gesprächspartner auch zur Verfügung stehen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Also auch hier ein Thema, an dem noch gearbeitet werden muss, wo wir noch Fortschritte machen müssen, damit hier eine Inklusion in den Arbeitsmarkt auch von technischer Seite gut funktionieren kann und diese Barrieren abgebaut werden könnten, weil das ist ja das Schöne daran, es ist nicht ganz so komplex. Mit den notwendigen Mitteln kann man auch diese Barrieren zur Seite schieben. Wir versuchen es noch einmal mit Frau Meierschitz. Nein, doch nicht. Da wird mir gerade aus der Technik gezeigt. Und Franz Josef Huainig, jawohl. Lieber Franz Josef, hörst du uns? Oder hören wir dich? Das ist eher die Frage. Moment, jetzt sollte es klappen. Hoffentlich, oder? Ja, wir hören jetzt dich. Na wunderbar, schöne neue digitale Welt. Es ist schon super, was alles möglich ist und das hat uns Corona gezeigt.
Bundesminister Koch hat aber auch darauf hingewiesen, dass soziale Kontakt sehr wichtig ist. Und das möchte ich auch betonen, dass es nicht darum geht, die letzte Arbeit, sondern dass auch das Einbinden, das Anstellen und der Kontakt mit den Arbeitskollegen sehr wichtig bleibt und wichtig sein muss. Es wird schon erwähnt, dieses Bewusstsein. Es ist, was ich immer wieder lebe, dass Leute sagen, ja, 50% Behinderung, was geht überhaupt noch, was kann überhaupt noch leisten. Aber man muss auch Bewusstsein dafür schaffen, dass 50% Behinderung nicht 50% Leistungsminderung sind und die Fähigkeit und das Potenzial zu erkennen, das ist wichtig. Es sind großartige Beispiele präsentiert worden mit Irland. Da ist mir eingefallen dazu, dass wir auch in Österreich die drei qualifizierte Lehrer haben, die auch sehr gut funktioniert, die ausgebaut gehört und dass man hier auch im Bildungsbereich und in den Universitätsbereich das weiterentwickelt. Dass man zum Beispiel Schulassistentinnen ausbildet, die eine Lernbehinderung haben. Ich glaube, das wird auch die schulische Inklusion auch fördern und mehr bewusst auch in den Schulen bieten und könnten auch neue Jobs und Anstellungsmöglichkeiten sein. Oder das Steiermark finde ich großartig mit dem Container, das sollte auch in anderen ländlichen Regionen stattfinden, zum Beispiel Niederösterreich, Vorarlberg, ja, überall, wo es in den Regionen, in den ländlichen Gebieten Schwierigkeiten gibt, das auch direkt zu vermitteln und Erfahrungen zu sammeln. Und das dritte Beispiel mit Kanada, auch ganz großartig, was ich immer erlebe, dass es wieder Projektentwickler gibt, digitalen Bereich, die aber vor sich hin wirken und nicht die Erfahrung und Experience von Menschen mit Behinderungen einbeziehen, also die zusammenzubringen und gemeinsam an Projekt- und Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten, das wäre wichtig. Und im kommenden Jahr ist der Schwerpunkt Barrierefreiheit und ich glaube, dass die größte Barriere noch immer die Barriere in unseren Köpfen besteht und braucht es ein neues Bewusstsein, eine neue Kraftanstrengung und vielleicht können wir auch nächstes Jahr, dass wir eine Frage und ein Angebot an Martin Esslin, Präsident Sobotka und an die beteiligt sind, dass man im kommenden Jahr versucht, eine gemeinsame große Kraft anstrengen, auch mit Einbeziehung des ORF zu schaffen, dass man ein neues Bewusstsein schafft, auf einem ganz anderen Level. Thank you. Herzlichen Dank, Franz Josef Uhainik. Und du hast es treffend gesagt, eine Reduktion oder einen Behinderungsgrad von einem bestimmten Prozentsatz heißt ja nicht eine Leistungsreduktion. Ich selbst habe durch die Amputation meines linken Armes eine 80-prozentige Behinderung, aber das heißt nicht, dass ich 80% weniger leistungsfähig bin, denn es hat zu einigen Medaillen im internationalen Schwimmbereich gereicht. Ich bin halt nur wahrscheinlich kein guter Maurer, das heißt, man sollte mich nicht im falschen Bereich einsetzen. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall mitnehmen können.
können, auch die vielen anderen Punkte, die schon angesprochen wurden. Wir wollen natürlich nicht auf Frau Meierschitz vergessen. Mir ist gemeldet worden, dass die Leitung jetzt funktioniert, auch das Mikrofon funktioniert. Das heißt, wir versuchen es noch einmal zu Christina Meierschitz. Frau Meierschitz, hören wir Sie? Hören Sie uns? Ja, das hoffe ich sehr, dass Sie mich hören. Jawohl. Ich höre mich zwar jetzt als Echo, aber ich werde mich bemühen, mich davon nicht irritieren zu lassen. Ich möchte gerne einbringen, dass es enorm wichtig ist, und das erkennen wir an den Projekten hier, dass der Blick auf die Menschen mit Behinderungen sich ändert, wie es auch die UN-Konvention vorgibt, dieser Paradigmenwechsel umgesetzt wird, dass darauf geachtet wird, was können Menschen leisten und sie darin auch die notwendige Unterstützung bekommen und nicht, dass wir darauf schauen, was können sie nicht. Das ist ein äußerst wichtiger Aspekt und sollte auch dort in Betracht gezogen werden, wo Menschen einen sehr hohen Unterstützungsbedarf haben. Die UN-Konvention sagt uns, dass alle Menschen ihre Fähigkeiten haben und diese auch einsetzen können und sollen. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass es sehr wichtig ist, dass es Menschen gibt, die gute Ideen haben, die innovativ sind und die an eine gemeinsame Gesellschaft von allen glauben und dafür auch ihre Kraft einsetzen. Und dieses Zusammenspiel führt dann dazu, dass es zu so tollen Projekten kommt, wie sie heute vorgestellt worden sind. Und darüber freue ich mich ganz besonders. Vielen Dank. Das tun wir natürlich auch. Herzlichen Dank, Frau Meierschitz, auch für Ihre Eindrücke und herzlichen Dank an alle Rednerinnen und Redner für die zusammenfassenden Worte und die Eindrücke und auch die Appelle, die basierend darauf an die verantwortlichen Personen gestellt wurden. Wir nähern uns auch schon dem Ende der heutigen Auftaktveranstaltung und ich würde mich sehr freuen, wenn ich die offiziellen Abschlussworte an den Parlamentsdirektor Harald Dossi sozusagen übergeben darf und ihn darum bitten darf. Und nachher werde ich dann noch kurze organisatorische Dinge ansprechen. Aber jetzt die Abschlussworte vom Parlamentsdirektor Harald Dossi. Vielen Dank und schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte zum Abschluss dieses sehr interessanten Vormittags allen herzlich danken, die aktiv an diesem Vormittag teilgenommen haben, insbesondere den Initiativen, die vorgestellt wurden. Möchte auch danken den Damen und Herren, die Keynotes an uns gerichtet haben, insbesondere an den Herrn Essel, auch stellvertretend für sein Team, die sehr, sehr viel Zeit und Energie aufgewendet haben, um wie jedes Jahr diese Veranstaltung so gut vorzubereiten. Vielen Dank. Ich möchte, so wie der Herr Präsident Sobotka das schon einleitend heute in der Früh gesagt hat, noch einmal betonen, wie froh und wie stolz wir sind, dass diese Veranstaltung hier im Parlament stattfinden kann, schon zum zweiten Mal. Nicht nur, weil wir als Parlament und als Parlamentsdirektion sehr viel unternehmen, um selbst den Standards im Bereich der Behindertengerechtigkeit zu erfüllen. Wir wollten das im baulichen, aber auch im digitalen Rahmen für alle Menschen zur Verfügung stellen, die mit uns zu tun haben. Das sind selbstverständlich im Kern diejenigen, die im Parlament arbeiten, auch selbstverständlich die Mandatare und Mandatarinnen, aber darüber hinaus auch alle Mitbürger und Mitbürgerinnen, die mit dem Parlament zu tun haben, auf welche Art auch immer. Wir bemühen uns da sehr und auch das hat der Herr Präsident ja schon erwähnt, in Vorbereitung der Rückübersiedelung in das sanierte Parlamentsgebäude haben wir vor, hier wirklich auch den modernsten Standards zu entsprechen.
Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum wir sehr froh sind, dass diese Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Parlaments stattfinden kann, weil es auch eine sehr gute Gelegenheit bietet, Abgeordnete in die Diskussionen einzubinden. Ich möchte mich ganz ausdrücklich auch bei den hier Anwesenden, und ich glaube, zumindest eine ist ja auch digital dabei, bei den Abgeordneten bedanken für ihre Teilnahme. Ich bin ganz sicher, dass das, was hier heute präsentiert wurde, auch als Hintergrundinformation, als Grundlage für weitere politische Arbeit, für weitere politische Initiativen wesentlich ist. Und das ist, wie gesagt, der zweite wesentliche Grund, warum wir glauben oder überzeugt sind, dass das Parlament der richtige Ort für diese Veranstaltung ist. Und ich kann, sofern das vom Herrn Essl und der Initiative gewollt wird, auch zusagen, dass wir auch in Zukunft hier wieder gerne zur Verfügung stehen. Ja, bevor ich für die letzten Hinweise an den Herrn Onea zurückgebe, möchte ich mich abschließend auch bei ihm herzlich bedanken für die Moderation. Er hat das unter den gegebenen Umständen, ich habe das beobachtet, in vielfältiger Weise verkabelt und verbunden mit Regie und sonstigen Stellen in einer großen Souveränität getan. Vielen Dank dafür. Ihnen allen noch einmal auch alles Gute. Vielen Dank, und ich glaube, das war ein interessanter Vormittag. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Direktor. Ja, die technischen Umstände, die machen es notwendig, dass man sich anpasst, dass man versucht, mit der Zeit zu gehen, dass man auch Lösungen findet, dann, wenn wie üblich oder wie gewohnt eine Veranstaltung hier vor Ort nicht möglich ist. Aber herzlichen Dank, dass wir trotzdem hier sein konnten und es so ermöglichen konnten. Das hat aber auch natürlich mit sich, dass immer wieder vielleicht Probleme auftauchen, dass gerade in der Verbindung mit anderen Ländern, wenn es die Verbindungen gibt, die dann zusammenbrechen, dass man dann arbeiten muss. Also ein großes Danke da auch an die Technik, dass sie immer brav intensiv investiert haben, damit das alles funktioniert. Eines, dafür möchte ich mich auch entschuldigen, es hat dann leider nicht mehr geklappt, die Keynote von dem CEO von Barclays, von Mr. Ashok Vaswani, die sind wir Ihnen schuldig geblieben, die Fortsetzung, aber Sie haben im ersten Teil mitbekommen, dass gezeigt wurde, dass ein so großes Unternehmen sich darauf konzentriert, nicht nur die Produkte für Menschen mit Behinderung zu optimieren, weil sie verstanden haben, dass es dadurch möglich ist, neue Bereiche zu erreichen, neue Menschen zu erreichen, sondern auch, dass man sieht, dass damit wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Einfluss geschafft werden kann. Und das fasst, glaube ich, auch gut zusammen. Das wären auch die nächsten Punkte gewesen, die er noch präsentiert hätten in der Vorbereitung. Hätten wir ihm dann auch bestimmte Fragen gestellt, wie die Unternehmensführung Inklusion einbindet, wie es auf Mitarbeiterebene gedacht wird, damit das auch wirklich funktionieren kann und mit welchen Strategien man da arbeiten kann, damit solche Prozesssteuerungen auch erfolgreich sein können. Also all das hätten wir uns noch mit ihm gerne unterhalten, hat leider dann nicht geklappt, hätten wir Ihnen auch gerne präsentiert, aber wir hoffen natürlich auf Ihr Verständnis, dass in Zeiten wie diesen, wo wir uns anpassen müssen, dann auch nicht immer alles funktioniert. Im Großen und Ganzen freuen wir uns aber natürlich über alle, die heute zugeschaltet waren, die zugeschaut haben, die Interesse gezeigt haben. Auch ein großes Danke an alle Rednerinnen und Redner, an alle Sprecherinnen und Sprecher von der Regierungsbank aus, an Politikerinnen und Politiker, die sich beteiligt haben, die Interesse gezeigt haben, dass in Österreich im Punkto Inklusion in den Arbeitsmarkt etwas vorangeht. Danke auch an die Interessensvertretungen, an die Expertinnen, an die Experten, an die Vertreter der Wirtschaft und natürlich an das Hohe Haus hier, dass wir auch dieses Jahr hier sein konnten, und auch ein großes Danke, dass wir auch nächstes Jahr anscheinend hier sein werden und dann eben zum Thema Barrierefreiheit, das auch schon angesprochen wurde, und auch das hat viele Facetten. Ich umschreibe den Begriff gerne aus dem Englischen mit Accessibility, also Zugänglichkeit, und das ist eben auf mentaler Ebene, also dass man Barrieren im Kopf abbaut, aber auch die baulichen Barrieren, die digitalen Barrieren, viele, viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen werden, aber das dann nächstes Jahr intensiv.
intensiver. An dieser Stelle bleibt noch zu sagen, falls Ihnen all diese Projekte gefallen haben, falls Sie sich vertiefen möchten, ab Mittwoch bis Freitag findet die Zero Project Conference in Wien statt. Wie schon gesagt, leider nicht in der UNO City, weil wir auf Webfernsehen sozusagen umsteigen mussten. Aber dort ganz viele Stunden Material. Ab Mittwoch freuen wir uns ab 9 Uhr live, wenn Sie einschalten auf drei Kanälen. Viele Dinge, die das Thema der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung international und national betreffend, die werden wir dort vorstellen, werden wir debattieren, werden Lösungen aufzeigen und werden dafür sorgen, dass in Österreich genau das erreicht wird, was das Parlament mit dieser Veranstaltung auch bewirken wollte. Dass es nicht nur eine Symbolkraft hat und nicht nur die eigenen Institutionen sozusagen inklusiv sind, sondern dass es ausstrahlt auf Gesamtösterreich, auf unsere Wirtschaft und auf unsere Gesellschaft. Das ist unser Wunsch und wir danken Ihnen, dass Sie daran teilhaben, dass Sie an dieser Idee, an diesem Menschenrecht partizipieren und wir das alle gemeinsam schaffen können. An dieser Stelle ein großes Danke von meiner Seite, von Seiten der Veranstalter, der Essel-Stiftung und der Sinnbildungsstiftung. Ich freue mich, wenn Sie Mittwoch bei der Zero Project Conference mit dabei sind und wenn nicht, freuen wir uns, wenn Sie nächstes Jahr wieder bei der Auftaktveranstaltung zur Konferenz mit dabei sind. Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.